Perfekt mit der Musik. Einen wunderschönen guten Tag oder guten Abend und hallo, Aloha zusammen. Da sind wir wieder mit Strixhaven, mittlerweile Folge 25. Es ist immer noch sehr warm, wer könnte damit Ende Juli, Anfang August rechnen. Ja, ist aber so. Und ich sitze natürlich nicht alleine in der Wärme, sondern zusammen mit einigen SchülerInnen von Strixhaven, die sich zuletzt auch wieder ihres Lebens erwehren durften. Und wir starten, bevor wir die Session-Zusammenfassung machen, natürlich wieder mit einer Vorstellung von allen. Und da darf heute mal der gute Sashi beginnen. Ja, selbstverständlich, ne? Zeit ist natürlich auch ein wichtiger Faktor. Sashi Usul, mein Name. Ein Yuan-Ti-Pureblood und ja, deswegen auch die schlangenhaften Züge, man sieht es mir direkt an. Die geschlitzten Augen, also wie eine Schlange, die Pupillen, Schuppen und ähnliches. Eine gespaltene Zunge. Und ja, wie ich eben sagte, mit der Zeit. Habe mich spezialisiert auf Chronomantie, also die Zeitmagie. Ich habe das Gefühl, das liegt mir irgendwie im Blute, denn ich habe die große Ambition, mein Schicksal in die Hand zu nehmen und entsprechend zu beeinflussen. Denn ich will nie wieder hilflos zusehen, wie Dinge passieren, die ich auf keinen Fall geschehen lassen möchte. Ja. Und da gibt es aber noch andere, die entsprechend quasi ihr Schicksal in die Hand nehmen, in eine sehr, sehr kräftige und große Hand. Zum Beispiel Dulinich. Ja, danke. Ich weiß. Ja, mein Herr Vater und Frau Mutter nannten mich Dulinich. Ich bin ein knapp 2,50 Meter großer Minotaure und kann jetzt zaubern, fast so gut, wie ich das kämpfen kann. Ich bin der, ja, Held dieser Schule. Alle feiern mich. Und finden das, was ich mache, gut und richtig. Und widersprechen tut mir eigentlich fast keiner. Nur einer macht manchmal so komische Kommentare, aber die verstehe ich meistens nicht mal richtig. Naja, Julius. Ja, ich bin immer noch tot und zutiefst betrübt, dass du das so betrachtest. Ich habe dir schon so oft geholfen beim Wasserballett, in der Halfpipe, ja. Also Dinge, naja. Naja, ich sag ja, also ich sag ja nur, dass du, naja, egal, stimmt. Bin halt todunglücklich. Ja, wie gesagt, Julius mein Name. Ich bin hier eigentlich auch nur deswegen, weil mein Vater mich hier abgesetzt hat. Ja, aber irgendwie klappt das ja mit unserem Bungalow schon ganz gut. Ich bin zwar immer noch nicht Teil der Lerngruppe, ich glaube aber, meine Noten bedürfen das auch nicht. Irgendeiner muss ja herausstechen, ne? Die Ausnahme und so sein. Aber das passt schon. Ansonsten arbeiten wir ja gut zusammen. Ja, wir sind auch zusammen im Karzer gewesen. Also Dinge halt, was man halt macht, wenn man mit solchen Leuten zusammenwohnt, die Geschirr im Garten verbuddeln. Ja. Apropos Geschirr im Garten verbuddeln. Peter, weißt du da Näheres? Ich glaube, das ist immer noch nicht gefunden. Tatsächlich wurde es noch nicht gefunden und es ist auch ehrlich gesagt nicht das Einzige, was mich und meine Laune etwas betrübt und mein Schlafverhalten. Mein Notendurchschnitt ist aktuell nicht auf 1,0, sondern nur auf 1,2. Es stört mich vehement, aber da arbeiten wir ja gerade daran. Zu mir, Männer, ich bin Wissensbruder Peter Steiniger. Ihr könnt natürlich auch Bruder Peter sagen. Ich halte diesen kleinen, sag ich mal, Teufelssaustall zusammen, auch bekannt als unseren Bungalow. Ja, nicht jeder ist Teil unserer Lerngruppe. Wir haben eine gewisse Anforderung an Notendurchschnitt und schulisches Verhalten, aber wir arbeiten daran, alle zu integrieren. Wir sind da auch sehr offen. Und ja, der Höhepunkt dieses Schuljahrs sollte eigentlich der Besuch in dieser Bibliothek sein und die Nervosität war wohl etwas zu viel. Ich hoffe, dass wir das Ganze trotzdem noch lehrreich umschwingen können und natürlich hoffe ich auch, dass Felis Studienprojekte, also ich meine dieses mich, also dieser Hund,
dass der auch unbeschadigt ist nach der, ja, ich schwenke einfach mal zu Feli. Das mit Willi kriege ich schon wieder hin. Ich habe ja mein Werkzeug dabei. Ich gehe auch nicht mehr ohne meinen Rucksack aus dem Haus. Daraus habe ich gelernt. Ja, ich bin Feli. Ja, so groß wie du, Linne, bin ich nicht. Vielleicht die Hälfte oder etwas kleiner noch. Wer weiß. Also als Gnomin wird man ja nicht ganz so groß. Und ja, ich habe es eher so mit den mechanischen Dingen und Schrauben und Basteln. Ja, bei Quandrix fühle ich mich ganz wohl. Im Bungalow fühle ich mich auch ganz wohl. Ich bin es ja gewöhnt, mit komischen Leuten zusammen zu wohnen. Wenn man mit seinem Onkel zusammen wohnt, dann ist das manchmal. Aber boah, es ist schon sehr interessant mit den Mitbewohnern. Ja, und beim letzten Mal habt ihr euch aber gar nicht so viel im Bungalow selbst aufgehalten. Ich schwenk mal ein bisschen weiter zurück. Es war so, dass ihr zunächst das Training hattet zusammen mit Rosi für das Magierturm-Turnier. Und dort stand auf dem Spielfeld plötzlich ein blauer Slat, der von euch dann besiegt wurde. Es gab dann einige Diskussionen, was mit dem jetzt zu geschehen hat. Und Dolene, ich hatte überhaupt gar nicht eingesehen, den jetzt irgendwie zu verbuddeln. Während die Diskussionen noch gelaufen sind, ist Peter losgewetzt, um Professor Scharfschnabel, die halt auch verantwortlich ist für alles rund um das Magierturm-Turnier und die Trainings und so weiter, um sie zu finden. Hat sie auch gefunden. Sie ist dann herbeigeeilt, wenn auch auf anderem Weg als Peter. Und ja, hat gesagt, sie kümmert sich um alles, hat sich auch quasi entschuldigt. Sashi hat zur Überraschung einiger sogar noch ein gutes Wort für Rosi eingelegt. Wie er verkündete, fand er sich hinterher deswegen selbst ein bisschen ekelhaft. Aber ja, Rosi fand das sicherlich ganz gut. Es ist dann schon die nächste Truppe gekommen, um zu trainieren. Sehr von sich überzeugt. Anführerin, eine junge Dame mit so dunkelgrün-schwarzen Haarschnecken, die sie gebunden hatte. Und ihr habt euch dann einfach wieder auf den Rückweg gemacht und festgestellt, naja gut, das war jetzt nichts. Das klären wir später. Ihr habt nämlich noch so eine Chitinklaue gefunden in dem Körper des Slat und habt dann eben festgehalten, ihr kümmert euch jetzt erst einmal, ihr ruht euch aus und dann kümmert ihr euch erstmal um die Bibliotheksgeschichte. Ihr habt nämlich dank Peter einen Sonderauftrag angenommen, nämlich für Dekanin Tallis, die im nächsten Semester, die Ferien sind ja nicht mehr lang hin, für Lorhult den Schwerpunkt des Schuljahres wohl unterrichten wird. Und der fehlen drei ihrer eigenen Schriften, die wohl falsch eingeordnet wurden. Ihr habt dann eine Sondergenehmigung bekommen, um entsprechend einen bestimmten Bereich der Bibliothek betreten zu dürfen und dort nach diesen Schriften suchen zu können. Peter hat extra Baumwollhandschuhe ausgeteilt, sehr fein gearbeitet und mit eingestickten Symbolen für jede Person. Ihr seid dann in den Biblioplex, die Treppe runter und seid sehr, naja, planlos oder findungslos durch die Bibliothek geirrt und eure Versuche, da irgendwas zu finden oder das System zu erkennen, war ja zunächst einmal nicht sehr von Erfolg gekrönt. Sashi und Feli haben das dann in die Hand genommen über das Karteikartensystem, haben sich dann in Richtung der Regale begeben, wo sie der Meinung waren, da wird man am ehesten fündig. Fündig wurde dort auch ein anderes Wesen aus diesem Astrolabium, das man dort nämlich im Norden erkennen kann, hat sich ein Wesen herausgebildet aus Tentakeln, ziemlich groß, wie man hier noch sehen kann. Und das ist ein Kampfentbrannt. Willi, das ist der mechanische Hund von Feli, den hat es gleich mehrfach zerrissen und wieder zusammengesetzt, innerhalb von Sekundenbruchteilen. Ihr seid diesem Wesen dann sehr radikal zu Leibe gerückt, du denn ich auf seine übliche Art und Weise. Der Rest hat quasi Gift und Galle gespuckt und damit unfassbar viel Schaden angerichtet. Und durch Julius schließlich ja, sind die letzten Tentakel dann abgebrochen und das Vieh in sich zusammengesunken. Und dort haben wir auch sehr abrupt geendet, also direkt nach dem Kampf ist es seitdem also nicht weiter irgendetwas nochmal passiert. Von daher übergebe ich jetzt an euch. Geht es allen gut? Geht es allen gut? Guter Junge, guter Junge. Alles gut hier oben. Ausnahmsweise hat nicht irgendein Viech mich zur Hälfte gefressen, verschluckt oder mir die halbe Schulter rausgerissen.
Also ja, verhältnismäßig gut. Das war eine Falle. Feli, wenn du Zeit... Ich brauche dich ganz dringend, bitte. Bitte. Ich brauche dich ganz dringend. Wir müssen jetzt zusammenarbeiten. Ich habe eine Idee. Lösch mal einer das Buch da drüben. Ich würde gehen, um sie abzuholen. Währenddessen Dulinei krault Willi so hinter den Ohren und denkt so, muss man den überhaupt kraulen? Na egal, macht er weiter. Und bedankt sich bei ihm dadurch, dass er ihn mit seiner Fertigkeit den Angriff da abgewehrt hat. Ja. Ein wahrer Wachhund. Ja, Willi. Willi, komm mit. Wir müssen zum Eingang. Komm, wir haben nicht viel Zeit, bevor die ersten Lehrkräfte hier auftauchen. Es geht um Folgendes. Erinnerst du dich an den Archivar? Die Maschine oben. Richtig. Er kontrolliert den Zugang zu diesem Gebäude, wo diese Falle für uns gestellt worden ist. Ich erlaube mir manchmal mit Ihnen ein Spiel. Ich stelle Ihnen, sag ich mal, Buchanfragen, die sehr komplex sind. Also die eine gewisse Rechen... Also nennt man das überhaupt? Also mechanische Zahnradleistung erfordern. Moment. Du musst herausfinden, wer in dieser Bibliothek war. Ich lenke ihn ab. Geht ihr gerade schon irgendwo in seinem Speicher sein? Geht ihr gerade schon aus dem Raum raus? Richtung der Treppen, ja. Ja, Dulinei, ich würde euch sofort hinterher setzen, sich von Willi abdrehen. Bei Fuß und rennt dann hinterher. Und sagt dann: Moment mal, wir wurden gerade angegriffen. Wollt ihr zu zweit woanders hin? Ich bin auch noch Lehrer. Ja, was ist? Lenk doch jetzt nicht ab. Also, hast du den Plan verstanden, Feli? Nein, also. Wichtig. Also, du willst, dass wir von dem Archivar rausfinden, wer hier war. Richtig. Ich werde mit ihm reden. Wie viele andere Personen ist er manchmal verwirrt, wenn ich über Bibliotheksnutzung und Bücher mit ihm rede? Und ich möchte, dass du das Protokoll, vielleicht musst du ihn aufmachen dafür, was weiß ich, aber irgendwo muss ja ein Protokoll sein, welche Bücher ausgeliehen worden sind und also, da vorne ist er. Wird darüber nicht irgendwo Buch geführt? Ja, im Archivar. Also so wie er gerade beschreibt, okay. Du könntest den quasi wahrscheinlich auslesen, wenn er das zulässt, ist jetzt halt die Frage. Und da halt herausfinden, wer sich zuletzt eingetragen hat oder so, ja. Sashi, ich gehe da lieber mit, falls man die Blechdose verhauen muss. Klar, kein Problem. Und Sashi kommt auf jeden Fall mit euch beiden dann. Nee, du denn nicht. Was du denn nicht? Ich pack mich einfach Freaky Friday! Peter, dann würde ich aber ablenken. Alle wechseln die Körper. Wir brauchen irgendeine Berechtigung, um auf seine Daten zuzugreifen. So einfach kommen wir ihn doch nicht. Also, ich habe mal ein paar Kuchen mir geborgt aus dem Kühlschrank. Und was ich einfach gemacht hatte, ist, ich lenke ihn doch ab, oder nicht? Glaub mir, meine Buchanfrage wird so lange dauern, dass, also, Rechenleistung, du kannst mit ihm machen, was du willst, aber du hast vielleicht nicht länger als 5 Sätze Zeit. Also, wenn du noch irgendwas machen musst oder eine Keule brauchst, um ihm die in den Kopf zu ziehen oder schrauben. Ich muss an ihm rumschrauben wahrscheinlich, um... Ja. 5 Sätze. Ich werde meine Buchanfrage komplexer gestalten. Zur Not musst du den Nähchen festhalten, wenn er merkt, dass das eskaliert. Ja, nach 5 Sätzen schlage ich zu. Irgendjemand muss diese Falle aufgebaut haben und muss dafür in diesem Raum gewesen sein. Und zwar heute. Und nicht jeder kommt in diesen Raum rein. Das ist nichts, was wo Schüler die ganze Zeit... Da braucht man diese Karte. Und ich halte unsere Zutrittsbescheinigung in der Hand. Und so eine Zutrittsbescheinigung. Wir haben nun bestimmt nicht mehr viel Zeit, bevor ein Lehrkörper hier runterkommt. Ich stopfe mal meine auffälligen Haare alle unter meine Mütze. Ja, komm. Was wollen denn Julius und Sashi in der Zeit tun? Ich wäre mittlerweile von der Decke hinuntergeschritten über die Wände auf dem Boden und würde mir jetzt als anscheinend einziger mal die Überbleibsel dieses komischen Astralabikums anschauen. Ob da irgendwie schwarzer
Schleiben oder was für anderes Verdächtiges zu sehen ist. Oder auch in der Nähe oder so, vielleicht hinter den Regalen oder so. Ja. Oder so. Ja. Denke ich. Okay. Ja. Okay, dann könnt ihr vorbereitenderweise, ich werde dann mich erstmal um den Archivar kümmern sozusagen, aber ihr könntet dann selbstverständlich euch das Ganze schon mal mit Investigation genauer anschauen, während die anderen also die Treppe raufgehen. Und Peter, ja, du schreitest also voran und ich hatte ja eingangs auch beschrieben, direkt an der Treppe steht ja eben der Archivar und steht da auch immer noch. Der reagiert auch erstmal nicht, als ihr hochkommt. Ausgehen. Ich gehe hinter ihn, lass Peter reden und kram Werkzeug raus und hoffe, er ist auf Peter konzentriert. Dulinech stellt sich so ins Sichtfeld des Archivars neben irgendwie so eine Blumenvase oder sowas und würde sie im Falle eines Falles runterstoßen. Also zum Gruße. Bibliotheksmitarbeiter, Wissensbruder Peter Steiniger, Sonderberechtigungen, Regale 17, 18, 22 und 21. Ich brauche genaue Anweisungen über Einsortierungsmerkmale und Verhalten für Bücher, wo einzelne Seiten transdimensional auf verschiedenen Ebenen verteilt werden und eine Auflistung über mögliche transdimensionale Bücherregale und die Verfügbarkeit hier in der Bibliothek. Anfrage verstanden? Feli, du Lene, ich weiß nicht, überlasse ich dir. Aber Feli, er fängt an zu reden und vielleicht denkst du dir noch, naja, ob das so funktioniert. Und dann siehst du, als klar wird, dass eine Anfrage kommt, beginnt er von innen wieder zu leuchten, dieses blaue Leuchten, mit dem er auch beim letzten Mal eure Berechtigung gescannt hat, sozusagen, wendet sich ein Stück in Richtung Peter, was dir auch einen wunderbaren Blick gibt, einmal auf die Seite, da ist so ein kreisrundes Metall etwas, wo du so ein paar Zahnräder drin sehen kannst, von da könntest du aber... Du kannst jetzt auch einen Blick auf seine Rückseite werfen und er trägt so eine Art kleines Cape, ja, das so ungefähr bis zum Po, wenn er denn einen hätte, reichen würde. Und während er sich dreht, schwebt das so ganz leicht zur Seite und du siehst, dass dahinter alles offen ist, deswegen trägt er wahrscheinlich auch das Cape. Und du siehst jede Menge Zahnräder, aber auch so kleine Hebelchen und ganz viele Schrauben. Und du siehst, dass es von dort auch leuchtet oder das Leuchten von da kommt. Und du kannst so eine kleine Spule erkennen mit so Einprägungen, so als wenn er darüber vielleicht schreiben könnte oder das vielleicht so eine Archivierungsspule wäre oder so. Das heißt, das Ganze könnte tatsächlich funktionieren. Peter, zunächst hätte ich aber gerne von dir jetzt einen Wurf auf deine Bibliotheksfähigkeit, die du jetzt einsetzen möchtest, um ihn da zu überzeugen, um zu schauen, ob du da jetzt eher hilfreich bist oder das Ganze noch umkehrst, mit anderen Worten, ob du Feli für ihre Versuche einen Vor- oder Nachteil geben kannst. Also ich bleibe beim Beispiel mit multitransdimensionalen Büchern und einzelnen Seiten und würde deswegen auch keine Kunde wählen, um ihn abzulenken und vielleicht einen Bonus zu geben für Feli. Gucken wir mal. Die 19. Ja, also Feli, dann hast du auf jeden Fall bei deinem Wurf einen Vorteil, den du einsetzen kannst. Denk dran, in dem Fall würde dein Artificer's Lore gelten. Das heißt, du kannst deine Proficiency zweimal einsetzen und das wäre jetzt tatsächlich dann auch Arcane Kunde für dich. Man hört dich nicht. Wie stelle ich das ein, dass ich das zweimal eingeben kann, den Proficiency-Bonus? Wir dir uns einfach nochmal drauf oben, dann nochmal. Genau, du kannst einfach nochmal plus 3 machen, weil Proficiency haben wir ja jetzt plus 3. Okay, schaue ich dann einfach plus 3. Dann gucke ich unter sein Cape und mal gucken. So. Ja, hervorragend. Das funktioniert. Vielleicht magst du beschreiben, wie du da vorgehst. Ich würde einmal so vorsichtig unter das Cape so, yes, das sieht super aus, ne? Und dann hole ich so ganz feine Sachen raus, würde mal gucken, ah, okay, da könnte man, und der Hebel, und das macht das, ja, vielleicht, und dann würde ich tatsächlich versuchen, ist denn da irgendwie Papier oder so drin, dass man da Sachen auslesen könnte, oder?
Nee, Papier ist da nicht drin, aber du kannst in der Nähe Papier mit dem Wurf auf jeden Fall sehen. Du hast so eine Vorrichtung, wenn du das einmal in der Mitte faltest, dann kannst du so eine Art Bong da reinschieben, um den Ausdruck quasi anfertigen zu lassen. Ja, das würde ich dann einfach versuchen und sobald ich ein Stück Papier in der Hand habe, auf dem irgendwas steht, kurz draufschauen, in die Tasche und dann ganz schnell weiter weg von dieser Figur gehen. Ja, das ist auch ein sehr gutes Timing. Du siehst nämlich, da du da ja rumhantierst und du oder nicht, du wirst es auch sehen, dass erstmal dieses Blau sich intensiviert, dann geht ein Grün mit rein und umso mehr Peter redet und umso komplexer seine Anfrage wird, umso mehr mischt sich so eine Art Orange da rein und jetzt wird es dunkler, es könnte demnächst ein Rot werden. Das ist eigentlich ein Zeichen dafür, dass dieser Archivar kurz vor einer Fehlfunktion steht. Aber da hast du den Bonfeli auch schon in der Hand und Peter lässt von seinem Reden auch entsprechend ab. Du kannst den Blumentopf, der dich in der Zwischenzeit nicht angegriffen hat, Dolinej, auch wieder in Ruhe lassen. Das ist also, den kannst du ad acta legen und wenn ihr wollt, könnt ihr das entweder oben studieren oder zu den anderen zurückkehren. Ich persönlich kehre jetzt auf jeden Fall zu den anderen beiden zurück, weil ihr habt euch ja das Ganze angeschaut mit Fokus auf dieses Astrolabium. Nicht schlecht, Peter. Das waren wirklich nur 5 Sätze. Sehr lange Sätze. Satzzeichen. Klasse. Ja, immer wieder unterschätzt, ja. Kommas sind wie Magie. Ja. Ihr schaut euch also das Astrolabium genauer an. Es ist jetzt hier und da ein bisschen verbogen. Was ihr erkennen könnt, ist... Das ist keine, also da ist keine Tür dahinter oder irgendwie etwas in der Art. Ihr werdet euch natürlich logischerweise auch dieses Wesen, das da in Einzeltentakeln immer noch zu Füßen des Astrolabiums liegt, auch anschauen. Und mittlerweile, also da ist noch immer diese grüne Pfütze, das grüne Zeug ist aber von Sashi. Ihr könnt aber keine ölige Substanz dabei in irgendeiner Form erkennen. Was ihr erkennen könnt, und zwar alle beide, sind mehrere Risse, die in diesen Tentakeln teilweise sind, die relativ lang, vor allem aber sehr tief sind. Und bei genauerer Untersuchung könnt ihr noch einen Chitinsplitter sowohl am Astrolabium erkennen, als auch in einem dieser Tentakel. Bei weitem nicht so wie diese Klaue, die ihr da letztens hattet, sondern mehr so wie so kleine Nagelsplitter, sag ich jetzt mal. Aber da ist auf jeden Fall Chitin wieder da. Dieser geisterhafte Balsam ist nicht zu sehen und am ehesten scheint es so, also bis die anderen zurückkommen, wäre das zumindest eure Vermutung, dass irgendjemand dieses Wesen quasi in das Astrolabium gebracht oder gezwungen hat, aufgrund der Wunden wahrscheinlich eher gezwungen hat. Ob es aber da einen Auslöser gab oder ihr zur falschen Zeit am falschen Ort wart, das könnt ihr nicht ausmachen. Also warum das jetzt genau da rausgekommen ist. Also wer auch immer das hier veranstaltet, hat entweder seine Technik verändert oder wir haben mit einem neuen Bösewicht zu tun. Hier siehst du kleine Chitinreste. Also ja, wie Clown sieht es nicht aus, aber es könnte vielleicht was Abgesplittertes von einem Panzer oder irgendwelche Zacken oder sowas sein. Ich würde mal so genauer ins Licht halten, mal schauen, ist das denn so generell von vielleicht Färbung und weiß nicht, vielleicht so Schichtdicke oder so ähnlich wie die Klaue oder so, dass man sagen könnte, das könnte vielleicht vom gleichen Tier oder Wesen oder wie auch immer stammen. Oder ja, ist es da, ja, komplett ja, eindeutig unterschiedlich? Nee, okay. von der Dicke her kannst du es alleine schon ausmachen. Deswegen brauchst du da jetzt auch nicht irgendwie zu würfeln. Das ist ungefähr die gleiche Dicke und das ist ja dann auch wieder so ein krallenartiges etwas und die sind ja oft, also diese Klaue, dieses Klauenstück, was ihr gefunden habt, das war ja oben so ein bisschen verdickt, sag ich jetzt mal, so als wenn da beispielsweise Blutgefäße oder so noch durchlaufen könnten oder was auch immer und das ist da auch wenn du gerade sagst, beispielsweise auch okay. Möglich, genau. Und genau so ein Stückchen habt ihr auch, also nicht vollständig, aber das kannst du gut wiedererkennen. Okay.
Ist das denn, wo du gerade sagtest, mit dem Blutgefäß oder irgendwas, was verdickt so durchgeht, hatte das Ähnlichkeit mit den Klauen, wie auch das Slat hatte? Also ich weiß, dass du sagst, du meinst, das wäre größer. Also dass es nicht vom Slat wäre oder so, so sieht's aus. Aber die haben ja auch so Klauen quasi und damit injizieren die ja auch irgendwas, also quasi wie Eier oder was auch immer die da machen, zum Infizieren. Könnte das sowas sein? Slat, du meinst jetzt die Klaue, das Klauenstück, das ihr im Slat gefunden habt. Genau, oder? Genau. Und weil du sagtest, und die Klaue war an der einen Seite quasi so verdickt, so als ob da noch Blutgefäße, oder wie gesagt, ich habe gerade sowas wie, keine Ahnung, Giftkanäle oder wie gesagt, mit dem Injizieren, weil bei den Slats haben wir ja gelernt und auch beim letzten Mal quasi, ne, wurde ja genau untersucht, ob jemand gekratzt wurde, dass die quasi mit den Klauen das irgendwie jemanden injizieren, vergiften, wie auch immer halt, also infizieren damit, wie dieser Slat-Seuche quasi da. Ob das sowas in der Art ist? Ja, also die Klaue, würdest du sagen, ist von der gleichen Art. Hm. Ob die jetzt voll ausgebildet genauso groß war, ob es genau die gleiche Klaue war oder eine andere oder wie auch immer, das kannst du nicht sagen. Aber die Art dieser Verdickung und die Färbung, dieses beige-braun, sage ich jetzt mal, da gibt es ja auch unterschiedliche Varianten von, das sieht genauso aus wie das, was den Slat verletzt hatte. Der hatte ja ein Stück davon in sich drin stecken. Okay, also könnte der Slat theoretisch von einem größeren Slat oder so verletzt worden sein? Wegen der Klaue? Nee, die Klaue war ja nicht die von dem Slat, sondern der Slat selber ist verletzt worden durch eine Klaue. Ja, ja. Die Klaue, die drin steckte, ist ja von einem anderen Wesen, nicht von diesem Slat. Genau. Genau. So, aber es könnte ja von einem anderen, größeren Slat oder sowas sein. Ein Mega-Slat oder so. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Oder? Ja, aber Slat haben eigentlich nicht solche Klauen, nein. Die, genau, das meinte ich ja, weil die ja auch initiieren. Okay, das nicht. Okay. Was meinst du? Welche von den Lehrkräften könnte uns dazu eine Information geben? Ich überlege so ein bisschen. Scharfschnabel hatten wir ja schon, aber ich weiß nicht, was deren Fachgebiet war. Jemand für mythische Wesen oder sowas. Diese Dryade, die wir am Anfang hatten, die war doch, glaube ich, eher, ich sag mal, Lebewesen zugeneigt, oder? Das war... Professor Leng war tatsächlich Professorin von Otherblum, genau. Kommt ihr anderen denn auch zurück, oder bleibt ihr oben, oder? Ich dachte schon, oder? Eingesteckt. Zettel. Ja. Okay, weil dann genau, denke ich, kommt ja langsam auch an. Wir haben's. Und was habt ihr? Und noch viel wichtiger, Bruder Peter, habt ihr dabei irgendetwas getan, was uns wieder Ärger einbricht? Ja. Was? Unerlaubter Zugriff auf einen Uhrwerksarchivar? Sag mal, Feli, hast du nicht eigentlich schon einen Strike, weil du einen Roboter kaputt gemacht hast? Ich habe ihn nicht kaputt gemacht. Doch, zwei Stück. Ja, aber den jetzt Villa. Nicht. Ja, aber du hast es... Also, na gut. Ich erzähle es ja keinem, aber... Du solltest echt damit aufhören, dich von Peter dazu hinreißen zu lassen. Es war eine gute Idee. Also, falls ihr es nicht mitbekommen habt. Es geht darum, dass der Archivar am Eingang... Der kontrolliert doch jeden, der hier reingeht. Und er muss irgendwo eine Liste haben, wer sich hier angemeldet hat. Und wie ihr seht, hier sind nicht so viele Schüler. Es ist eine, also, verschlossene Bibliothek. Das heißt, ich weiß ja nicht, hattest du überhaupt Erfolg, Feli? Also ich habe hier, jetzt würde ich mal anfangen, durchzulesen. Ja, du hast eine Liste, auf der 8 Namen stehen, die, wenn du es richtig siehst, im Verlauf der letzten Woche diese Sonderbibliothek betreten haben. Die sind chronologisch auch geordnet. Also das heißt, die ganz oben stehen, wenn du das richtig entzifferst, sind die zuletzt auch drin gewesen sind. Eure Namen stehen nämlich ganz oben. Und danach kommt Ursmatok Greusch. Den kennt ihr auch schon. Das ist der Pflanzenorg, sag ich jetzt mal. Tilana Kapule, die kennst du auch von Quandrix. Die hat ja die ersten Schritte beim Drachenschach gezeigt. Und Dekanin Tallis ist die nächste. Das ist die, die euch ja auch den Auftrag
aufgegeben hat, ihre Schriften zu suchen, weil sie die auf die Schnelle nicht finden kann und das sehr viel Aufwand bedeutet. Dann tatsächlich, da haben wir kein Bild von Aisla Fissbottom, die Chefin von Sashi. Dann Bedum Sovoy, den ihr als Rampart kennt. Mina Lee von Silverquill, die Journalistin, auch klar, warum sie, wahrscheinlich hat sie für den Strixhaven Star oder so recherchiert. Dann noch zwei, die ihr soweit nicht kennt, beziehungsweise einen davon kennt ihr schon, aber das ist Trulvak Dralla, da haben wir jetzt kein Bild von. Das ist dieser Herr, der leicht bekleidet mit einer Fischkette die Tür geöffnet hat von dem Bungalow, in dem Harold wohnt, als du dich aufgemacht hattest zu Harold, Feli, falls du dich erinnerst. Oh, okay. Der hatte diese Fischkette. Und dann noch ein Mogak, der offenbar keinen weiteren Namen hat, sagt euch wahrscheinlich jetzt eher nichts, zumindest nicht ohne nachzudenken. Sind doch ganz schön viele. Der mit der Fischkette, der hat auch eher so eine laxe Art an sich, ne? Ja, genau. Ja, ich weiß, der Witz ist alt. Wer war denn auf der Liste der Letzte, der drin war vor uns? Das war Ursmatok. Also, haben wir den nicht vorhin auch bei Professor Scharfschnabel gesehen? Kam der nicht vorbei beim... Die waren auf dem Weg ins Labor, glaube ich, ne? Im Labor, da arbeitet er ja. Und sie wollte ja die Klaue entsprechend im Labor untersuchen lassen. Den Namen, den habe ich, glaube ich, noch nie gehört. Die anderen haben wir irgendwie doch schon größtenteils getroffen, oder? Oh, Ursmatok, wir haben, glaube ich, sogar ein paar Vorlesungen mit dem. Also diese Tilana kenne ich nicht wirklich. Die ist sehr nett. Das macht sie jetzt nicht weniger verdächtig. Was soll das denn heißen? Ja, Rosi ist doch wohl auch nett. Ich habe jetzt Rosi nicht verdächtigt. Ich finde auch nicht, dass das ein Verdächtigungskriterium ist. Nee. Aber können wir die Spekulationen auf später... Wie wollt ihr vorgehen? Das hier werden... Erstmal umschauen, wie groß ist denn diese Beschädigung vom Feuer oder so? Sieht man das da? Können wir das reparieren oder aufräumen? Oder ist das... Also ihr müsstet irgendwie diese Tentakel einsammeln, loswerden, wie auch immer. Und da ist halt diese Giftpfütze auf dem Boden. Ja, zum Glück liegt hier kein Teppich aus oder so. Das müsstet ihr irgendwie wischen. Ja, man Prestidigitation, dann kann man Sachen reinigen. Vielleicht ist das so der magische Staubsauger. Leider nicht. Vielleicht sollten wir auch eben noch schnell nach den Büchern suchen, solange wir hier noch Zugang haben und uns dann an die Liste der Verdächtigen zu Hause machen. Im Bücher. Wenn sich also irgendwelche anderen Dinge im Raum bewegen, schreit bitte. Also ich hatte ja dieses Regal da hinten im Verdacht. Also nachdem ich beim letzten Mal die Unterlagen mir näher angesehen habe, da wollte ich auf jeden Fall gucken, bis das Ding da war. Ja, da kannst du auch direkt als erstes, würde ich sagen, nochmal schauen. Mach doch bitte nochmal einen Wurf auf Investigation. Und du hast einen Vorteil. Und wegen dieses Bongs und weil du es geschafft hast, den da rauszukriegen aus diesem Archiv, fühlst du dich übrigens auch inspiriert. Peter, du dich auch wegen der Idee, die du hattest. Ich versuch's aber erstmal ohne Inspiration und ärgere mich wahrscheinlich. Nein. Okay. Holy moly. 23. Gut. 23. Du marschierst zielstrebig zu diesem Regal. Ihr hattet euch das ja vorher schon angeschaut. Also Sashi und du, ihr wart ja in diesem Karteikasten. Und ja, eigentlich warst du ja ohnehin schon dabei, es gerade zu finden. Und es lacht dich geradezu an. Der erste Titel von der Liste. Leider sind die anderen nicht dabei. Als du es rausziehst, fällt ein zweites, sehr altes Buch noch raus. Du hattest ja beim letzten Mal auch geschaut, welche so ein bisschen flatteriger sind. Das gehört zu den, das runtergefallene gehört zu den flatterigen, die sehr, sehr alt sind. Kannst aber einfach halt wieder zurückstellen und den ersten Titel, zack, hältst du in der Hand und weißt jetzt damit auch, wie es aussieht. Ja, Wohl und Weh der archäomantischen Expedition. Aha. Können wir jetzt gehen?
Wir brauchen drei. Ach. Sind die denn alle vom gleichen Verlag oder so? Kann ich dann nachher drauf schließen, vom Buchrücken oder so? Ja, die sind alle self-made, self-publisher sozusagen. Okay. Kannst du nicht, also du schaust natürlich nach einem ähnlichen Einband, wobei es die weitere Suche in weiteren Regalen erleichtern wird, aber ja, die stehen nicht direkt im gleichen Regal. Heb mal das Buch hoch und ich schaue so hinter einem, wie sieht es aus? Ja, hier so. Ich glaube, das habe ich in Gang da hinten schon einmal. Und dann würde ich auch mal nach dem zweiten Teil suchen. Ja, für dich dann auch nochmal einen Wurf. Du bekommst einen Vorteil, weil du davon ausgehst und dem wird auch so sein, dass das Buch irgendwie ähnlich jetzt aussieht zumindest. Also, dass es leichter ist, jetzt zu schauen. Aber, Habe ich eine Natural 20? Ah ja, du hast ja einen Vorteil. Tatsächlich bist du gerade dabei und willst da um die Ecke biegen, wo man dich auch gerade sieht. Musst du aber gar nicht, weil genau an der Ecke prangen dir auch wieder so einige Lettern entgegen. Das ist recht auffällig, weil es so ein Kupfergold ist, das da eingestampft ist. Deswegen kannst du den Buchrücken da sofort finden und hast damit den zweiten Titel schon gefunden. Hey, ich hab Band 2. Beginn sofort zu lesen. Sieht ja genauso aus. Genau derselbe Einband. Und dann halte ich das Buch nochmal, klapp's nochmal zu, halte es nochmal kurz hoch, damit jeder den Einband sieht. Den Einband suchen wir. Ja, sehr toll. Der Boden hier ist auch fast schon wieder sauber. Kann man jetzt auch mit dem Einband nach mit Perception oder History oder sowas würfeln? Mit History könnte, ja, oder ne, Perception eher könntest du auch, ja. Aber auch mit Vorteil, ne? Weil du weißt ja jetzt, wonach du suchst. Julius fühlt dich übrigens wegen deiner Putzleistung ebenfalls inspiriert. Ich habe eine 1 und eine Natural 20. Ja, perfekt, da du mit Vorteil gewürfelt hast, auch du eine Natural 20. Ja, du, Lene, ich eifert einmal mehr Peter nach, wie es aussieht. Du stopfst also auch an das nächste Regal und willst dich da umschauen. Es ist wahrscheinlich einfach auf meiner Blickhöhe, deswegen finde ich das so gut. Genau, ganz genau. Es ist auf Augenhöhe und denkst du, oh, kein Problem. Es ist zwei Regale über dem von Peter. Ich gehe einfach hinter Peter und sage, sieht das genauso aus? Zeig mal her. Und er sagt, ja, es sieht natürlich genauso aus. Oh, hier ist es. Und dann greife ich in das gleiche Regal und hol den dritten Band raus. Du hast das gerade dorthin gelegt, oder? Nein. Wie konnte ich das über... Es ist ja schon weiter oben. Peter, ich hätte von dir gerne eine genauere Beschreibung. Du sagtest gerade, ja, ich fange direkt an zu lesen. Wie sehr lässt du dich jetzt ablenken? Wie sehr liest du? Schaust du dir noch andere Titel an? Was genau tust du gerade? Wie umfangreich sind denn diese Bücher? Erst einmal, also für uns drei, die Bücher haben. Also sind das mehr so kleinere Hefte? Sind das wirklich so dicke Folianten? So faustdick? Oder wie müssen wir uns das vorstellen? So 130 bis 150 Seiten. Irdisch gesehen etwas so ungefähr DIN A5 und vom Format her und auch einige Skizzen, die das Ganze nochmal auflockern. Vom Text her allerdings ein bisschen anspruchsvoller, weil Abhandlung. Also ich glaube, inhaltlich querlesen, um irgendwas rauszuziehen oder so, das würde jetzt wahrscheinlich zu lange dauern. Gibt es denn Inhaltsverzeichnis? Vielleicht kann man ja vom Inhaltsverzeichnis draufschließen, was interessant wäre. Überschriften? Weil ich würde auch meins mal durchblättern und erstmal die Überschriften, was könnte sich interessant anhören und dann da mal reingucken. Also tatsächlich lernt ihr in erster Linie einiges über Dekanin Tallis, die nämlich ja auch bekannt ist für die Archäomantie. Und sie ist sehr aktiv darin, selbst Expeditionen durchzuführen und darüber berichtet sie. Also es sind teilweise Reiseberichte, könnte man durchaus sagen, wo sie davon berichtet, wie sie irgendwelche, falls du reinschaust, auch für dich vielleicht interessant, wie sie irgendwelche Katakomben gefunden hat, Höhlen, wie sie dann von irgendwelchen Gesteinsstrukturen geschlossen hat auf die möglichen Einwohner und Gefahren auf Fallenarten, die einen erwarten und wie sie das überlistet hat. Also es ist so ein bisschen... Ja, so ein bisschen Reisebericht, ein bisschen wissenschaftlich und erst zum Ende hin kommt sie dann zu irgendwelchen Schlussfolgerungen, die halt wirklich magische Aspekte der Archäomantie beleuchten und das ist fast so, als wenn das jemand anders geschrieben hätte, weil es unglaublich trocken ist, während man
so auf den ersten 80 Seiten denkt, oh, ich mache mich auf den Weg, ich packe meinen Rucksack, ich gehe jetzt auch was entdecken oder so. Also sehr unterschiedlicher Stil. Ist in allen Büchern so von ihr. Das scheint also tatsächlich ein bestimmter Stil von ihr zu sein. Sie scheint beide Stile gleichermaßen gut zu beherrschen. Ist das dieselbe Handschrift, die wir in dem Tagebuch entdeckt haben? Die krakelige, du weißt, welche ich meine? Ja. Nee, es ist nicht, absolut nicht. Es ist eine komplett andere Handschrift. Also egal, ob es jetzt, ja, also die Handschrift in allen drei Büchern ist die gleiche, beziehungsweise sogar, ja, dieselbe. Aber hat überhaupt nichts mit dem Tagebuch zu tun. Du siehst allerdings da, wo dieses Buch untergefallen ist, was viele ja wieder zurückgestellt hat, da schaut ein Zettel raus und dein Blick geht dahin, Peter, weil du denkst, große Güte, egal ob hier alles voll Grün ist und Säure und Tentakel hier rumliegen, eine Seite hat sich aus einem Buch gelöst. Absolute Katastrophe. Und als du mit genau diesem Blick dahin schaust, siehst du, Moment, die Schrift kenne ich doch. Und es ist oberhalb, also Dulinej, ich könnte das deutlich besser ausmachen als du, aber das könnte tatsächlich, wo du gerade drüber nachgedacht hast, ob das die Tagebuchschrift ist, das könnte so eine ähnliche Schrift sein. Sashi? Ja. Ich sitze hinten bereits übrigens in der Leseecke und schaue noch einmal drüber. Das Regal bei dem Feli, das Buch genau bei dir. Siehst du das da oben? Das oder das daneben? Nein, der Zettel, die fehlende Seite. Oh. Also die. Was ist das? Ich erkenne da eine Linkshandschrift, ich bin mir nicht sicher, aber die kommt mir sehr. Könntest du das mal anschauen? Ja, ich ziehe die mal vorsichtig raus, die Seite, und nehme die andere Hand. Und was drauf geschrieben steht. Es handelt sich um eine Abschrift. Also die Schrift erkennst du auch. Es ist eine recht ordentliche Schrift. Es entspricht eurem Tagebuch. Zumindest den Anfang vom Tagebuch, weil es wird ja am Ende. Genau. Genau. So. Aber eben nicht diese krakelige Variante. Aber nur die untere Hälfte, also von der hat wohl ein Stück rausgeschaut. Es handelt sich tatsächlich, ich überlasse dir, ob du Peter die schlimme Nachricht überbringst. Es handelt sich nämlich tatsächlich um eine Buchseite von diesem Buch, was da rausgefallen ist. Und der obere Teil ist eine andere Handschrift. Und da scheint es sich um irgendwelche Berichte zu handeln. Also es scheint ein Bericht über Strixhaven zu sein. Und dieser untere Teil, diese Abschrift, ist eingefügt als Beleg für ein Fehlverhalten. Ich würde mal das Buch, wo das quasi raussteckt, oder es steckt da zwischen zwei Büchern? Wenn das in das Buch steckt, dann würde ich das Buch auch direkt mit rausnehmen. Ja. Dann kann man ja so durchflicken, um dann zu sehen, wo diese Seite rausgefallen, rausgerissen wurde. Ist sie denn, sieht das eher aus wie rausgerissen oder wie, da hat sich einfach die Bindung gelöst oder so? Nee, die Bindung hat sich jetzt durchs Rausfallen einfach gelöst. Okay, gut. Es wurde also dem Buch keine Gewalt angetan, Peter. Kein Grund auszurasten. Und ich würde dann mit dem Buch in der einen Hand und mit der losen Seite in der anderen, würde ich dann zu Peter halt drüber gehen und würde mir das beides auf seinen, das ist wahrscheinlich, wenn du dich dann in so eine Lesesessel gesetzt hast, auf den Tisch legen. Da. Wir sollten, wenn Sascha gerade rüberkommt, wir sollten sowieso einmal besprechen mit den anderen, was wir machen. Ich meine, die Bücher müssen wir abgeben und es könnte jederzeit eine Lehrkraft kommen. Also, wie sieht der Plan aus, Sashi? Ich kann ja noch weiterlesen, ich habe da nichts dagegen. Also, wir haben die Berechtigung, hier zu sein. Wir haben die Berechtigung, in die Bücher zu lehnen. Wir haben nicht die Berechtigung, ein Buch mitzunehmen. Und in dem Moment hebe ich nochmal die einzelne Seite hoch. Das ist kein Buch. Grinse breit. Man sieht, wie die Schlangengrinsen so breit bis zum Ohr geht. Die Definition ist doch korrekt, so oder nicht? Ich möchte jetzt nicht sagen, was mein Asut jetzt hören konnte.
Gut. Also. Und dann würde ich mich so ganz nonchalant neben ihn hinsetzen, die Seite so in die Hand nehmen, so. Und nochmal ganz genüsslich vorlesen, auch dass er weiß, was da draufsteht. Ne? Wie du es eben beschrieben hattest und so. Und wenn jemand anders in der Nähe ist, nochmal näher winken und dann so. Und diese Schrift hier unten ist die gleiche wie im Tagebuch. Und du sagtest, dass, so wie du es beschrieben hast, klingt das ein bisschen so, als ob vielleicht das untere von einem Leerkörper oder so beschrieben wäre. Eventuell von der Art. Oder ist das irgendwie eine Art von Bewertung oder so? Beziehungsweise. Aber die Seite stammt also aus dem Buch, was vorhin zum Boden gefallen ist? Ja, das Buch. Und ich deute auf das Buch auf den Tisch. Und wird dann mal so durchblättern, um zu gucken. Ist die Seite nummeriert? Weil dann wäre ich ja noch einfach zu finden, wo die fehlt quasi. Ja, 43. Okay, perfekt. Ja, direkt nach 42 die Antwort auf alles. Sehr gut. Und dann würde ich dann hingucken, würde auch sehen, dass wahrscheinlich da wirklich auch diese Seite fehlt. Also, dass sie auch wirklich dahin gehört. Das heißt, wir wissen auch, was vorher und nachher kommt quasi. Das macht was ist das für ein Buch? Julius, wir haben was entdeckt. Komm her. Hast du ein Buch kaputt gemacht? Nein. Pass auf. Die Seite. Und selbe Handschrift. Und dann erzähle ich Julius kurz, dass er mit deinem im Thema ist. Habt ihr es mal umgedreht? Die Frage ist, was ist es überhaupt für ein Buch? Ich halte hier so den Buchrücken entgegen und das Cover. Es hat keinen Titel. Also du müsstest es auf... Klassischer Anfängerfehler. Einmal aufschlagen, drin steht der Titel. Guck ich mal die ersten paar Seiten. Ja, also das Buch wurde verfasst von einem gewissen Eric Quenthorn. Und es ist ein bisschen dramatisch betitelt mit Direktion. Ob das ein Arbeitstitel ist oder nicht, weiß man nicht. Das Ganze ist ja handgeschrieben. Du hast ja auch nur dieses eine Exemplar. Das Ganze hat ungefähr 120 Seiten und auch hier handelt es sich um ein Buch, mit wo du die Überschriften lesen kannst, was aber unterschiedliche Themen hat. Es geht nämlich zum einen um ein Werdegang, also irgendwie biografisch, so meine Kindheit, meine Zeit im Dorf sowieso, kleine Brote backen, also so ganz wild, ja, bis hin zu Studien, die Sashi dich eher interessieren dürften. Da geht es nämlich in erster Linie in Richtung Witherbloom, also es geht weniger um Pflanzen als vielmehr um Tiere, Monstren, Kreaturen und Ausrüstung und wie sehr diese Person, also hier und da bleibst du ja mal hängen, beziehungsweise ihr, wie sehr er da zerstochen wurde und angegriffen wurde von irgendwelchen blutsaugenden Riesenmoskitos. Ach ja, die kenne ich, Sturges, wundervoll, wenn viele davon kommen. Genau, so nennt er sie auch, da sind auch kleine Skizzen dabei. Und die zweite Hälfte des Ganzen berichtet dann von seinem Beginn als Lehrkraft in Strixhaven und wie er sich hochgearbeitet hat, bis hin zur Direktion. Er war also einer der leitenden Direktoren. Und für noch mehr Informationen hätte ich jetzt gerne einen Wurf. In dem Fall auf Investigation. Tatsächlich. Ja, habe ich sowas. Nochmal steht vorher. Da drin, von wann das Buch ist? Also irgendwie ein Datum? Auch das kommt mit dem Wurf. Und nochmal, um das nochmal kurz ins richtige Licht zu rücken. Das Tagebuch war ja aber, das waren ja zwei Personen, die da geschrieben haben. Oder war das nur 120 Jahre? Weil die Schrift wurde doch krakelig. Und jetzt war die gleiche Person, hatten wir herausgefunden schon, ne? Auch wenn die Schrift krakelig war und das 120 Jahre später war. Ja, okay. Da ich daneben Bruder Peter sitze, der sich ja mit Büchern offensichtlich auskennt, habe ich Advantage auf den Wurf, weil er mir sagt, ey, stopp, da bleib mal stehen. Oder sowas. Kaum. Also ich würde gehen, ansonsten hätte ich eine Net 20. Was würdest du, Peter? Die Frage ist, es wurde schon gewürfelt, aber ich würde auch meine Inspiration dafür ausgeben, dass er Vorteil bekommt. Ja, musst du nicht. Also das passt so. Das Erste,
woran du hängen bleibst, noch im ersten Teil, bevor du den zweiten genauer studieren kannst, Sashi, ist eine Zeichnung. Wie gesagt, es gibt ja so einige, auch von den Sturges beispielsweise. Und dort ist auch die Zeichnung von einer einzelnen Klaue. Und wenn du umblätterst, von einer Kreatur, die zwei riesige Klauen hat, die dich spontan an irgendwas erinnern. Passiert es auch nicht. Kommen wir gleich noch drauf. Wenn du weiter blätterst, dann kannst du rausfinden, dass er Direktor vor ungefähr 200 Jahren gewesen ist. Und das Ganze endet damit, dass er, also es hat quasi ein offenes Ende, wenn du hinten hinschlägst. Er hat sich sehr eingebracht in den Fall eines Studierenden, der sehr viele Verfehlungen sich geleistet hat, der mit verbotener Magie agiert hat, der mit lebensentziehender Magie gewirkt hat, der verschiedene Sanktionen bekommen hat. Du findest dort auch eine wunderbare Skizze von dem Sumpf, den du ja schon live mit den anderen erleben durftest. Und ja, tatsächlich ist es aber so, dass der Name wird auch mehrfach genannt und er ist immer geschwärzt. Er ist geschwärzt oder wie magisch ausgelöscht. Den Namen siehst du dort nicht. Und letzten Endes wurde dieser Student aber wegen dieser Wiederholung ausgeschlossen. Angeblich hat er dann die Uni verlassen und ist nicht zurückgekehrt. Das Ganze endet aber damit, dass er sagt, er überlegt, ob es Zeit ist, sein Amt jetzt niederzulegen und sich anderen Dingen zu widmen. Vielleicht auch wieder den kleinen Broten, die am Anfang erwähnt sind, weil ihm doch schwer zu schaffen macht, wie viele junge Studierende in der letzten Zeit aus ungeklärten Gründen ihr Leben gelassen haben. Mhm. Und dieser Kommentar, der ja drunter war, der war ja eine andere Schrift, als das Buch gesamt geschrieben worden ist, quasi, ne? Also das, die Tagebuchschrift quasi, also die wir erkannt haben. Das ist nicht der Hauptschreiber, sondern das war eben wie so ein Kommentar drunter. Findet sich dieser Kommentar noch an anderen Stellen im Buch, wenn ich durchblicke? Oder also diese Schriftart? Oder war das nur diese eine Stelle? Seht ihr? Das hat tatsächlich Tradition mit den Nahtoderfahrungen. Ich wusste es. Wunderschön. Und warum müssen wir diese Tradition unbedingt fortführen? Ich hasse Tradition. Du stellst jetzt auch fest, weil mein Fehler, das war nicht auf Seite 43, sondern 143, also ziemlich am Ende, dass das nochmal eingebracht gewesen ist. Es handelt sich offenbar um irgendein Schriftstück von diesem Studierenden, was eingezogen wurde. Also jetzt nicht aus dem Tagebuch oder so, sondern offenbar hat er das irgendwo schriftlich festgehalten. Da geht es um ein Experiment und es ist aus diesem kleinen Abschnitt zu lesen. Und wenn ich Ihnen ihre liederliche Existenz entzogen habe, werde ich in der Lage sein, dies, das, jenes, also so ein Bösewicht-Text, sag ich jetzt mal. Und den hat dieser Eric Quenzorn halt exemplarisch quasi abgeschrieben und die Schrift nachempfunden, um deutlich zu machen, um was für einen Charakter es da geht. So. Dann haben wir doch schon mal irgendeinen Hinweis. Und ist daraus ersichtlich, weil du sagtest ja, dass der vor langer Zeit eben da Professor war, wie auch immer, wann das Ende denn gewesen ist? Oder also hat er das quasi so wie tagebuchmäßig irgendwie, gibt es da irgendwo ein Datum in der Nähe? Von Seite 143. Das sind ziemlich genau 200 Jahre. Okay, also seit 200 Jahren war das, wo quasi der Student quasi von der Uni verwiesen worden ist, weil macht nur Scheiße. Gibt es denn da irgendwelche Hinweise darauf, um was für Kreaturen es sich handelt, sowohl bei ihm als auch bei diesem Studenten? Also könnten die noch leben? Ein Mensch wird jetzt nicht unbedingt 200 Jahre alt, aber ein Elf schon. Ja, also dafür müsstet ihr das wirklich in Ruhe lesen oder euch weiter informieren über ihn. Das war eine Zeichnung von der Kreatur mit den langen Krallen. Ja, oder vielleicht kann man es aus seiner Autobiografie aus dem Dorf vielleicht irgendwie heraus
hören. Er hat aber wahrscheinlich schon in der allgemeinen Schrift geschrieben, ne? Also nicht irgendwie elfisch oder so. Ja. Moment. Also ich hätte eine Idee, was es für Kreatur ist, wenn es heißt zwei einzelne langen Krallen oder so, aber die Frage ist, weiß Sashi das? Also da würde ich dann wahrscheinlich dann eher auf Nature würfeln, wenn da nicht drunter steht, das ist ein XY. Also wer auch immer das Tagebuch geschrieben hat, hat auch dunkle Magie gewirkt. Komplett hier auch schon, früher schon. Ah, okay, nee, ich hatte eher so einen Hook-Horror in Gedanken, okay. Das hatte ich nicht im Kopf. Okay. Bevor irgendwelche Diskussionen aufkommen und irgendjemand meint, ich hätte Gewissensbisse oder so, wir müssen das Buch stehlen. Alle vier? Ja, nur ganz, ganz kurz der Vollständigkeit halber, das ist also die Skizze von ganz guter Zeichner. Und wie du siehst, er bezeichnete sie als Magierjäger. Da gibt's. Na, wundervoll. Jetzt weiß ich, warum alles mich angreifen will. Super. Also da sind einige Informationen, aber müsste man auch in Ruhe lesen. Das ist ja perfekt, irgendwie solche Viecher loszulassen oder keine Ahnung. Ja, dann packst du in meine Tasche dann und wirst mitnehmen. Moment, du meinst, das ist was den Slat angegriffen hat wahrscheinlich, ja. Von der Klaue kommt das hin. Zumindest verletzt. Naja, aber hier in die Bibliothek wird es wohl kaum gekommen sein, um das. Und ich glaube, die Überreste des Astrolabriums. Es gibt Drachen, die sich in menschliche Gestalt verwandeln können. Ist da ein Maßstab, wie groß ein Ding ist? Ja, du kannst so angedeutete Gebäude und so sehen. Also, du würdest sagen, mal mindestens so groß wie du, wahrscheinlich noch ein Stück größer. Naja, dann. Wie ist das weitere Vorgehen gedacht? Also, ich wollte nur, falls wir von irgendwas, was wir nicht stehlen, eine Abschrift machen, dann würde ich mich gerne gleich hinsetzen. Und glaubt ihr, dass irgendjemand etwas verbrannt hat da hinten im Kamin? Dann schlender ich mal rüber. Aber sag mir Bescheid wegen der Abschrift. Das will ich mal hoffen. Das sieht nicht aus wie ein dekorativer Bauteil. Der Kamin ist schon länger nicht mehr befeuert worden. Ich würde vermuten, wenn hier wirklich, ich meine, hier sind halt die wertvollen Bücher und die geheimen Bücher und so. Die werden doch bestimmt irgendeine magische Vorrichtung haben, keine Ahnung, eine Art unsichtbares Siegel auf dem Buch oder so, keine Ahnung. Und sobald du durch die Tür gehst mit einem Buch, wirst du vom Blitz erschlagen oder keine Ahnung was, oder ein Felsen fällt auf dich oder... Das Buch danach noch heile. Müssen wir die drei nicht abgeben? Deswegen ja. Das. Ach so. Aber ich schaue in den Kamin rein. Ja, eines stehlen, drei abgeben. Aber ist denn jetzt also die Liste, die Feli da aus dem Automaton? Ist denn jetzt einer auf dieser Liste derjenige mit dem Tagebuch? Und ich gucke euch verdutzt an. Dann müsste es jemand sein, der mindestens 200 Jahre alt ist, also der vor 200 Jahren hier studiert hat. Also, ich habe eine andere Theorie dazu. Und halte immer noch den Kopf mit meiner Robe so in diesen Kamin rein. Also es ist dunkel, aber du kannst es dir natürlich ein bisschen erhellen. Es gibt selbstverständlich einen weiteren Kamin, da ihr im Keller seid, im Erdgeschoss. Aber du hast jetzt im Moment keine Idee, wo der genau sein sollte, weil wenn du drüber nachdenkst, wo ihr die Treppe runter seid, da ist ja auch das Gebäude quasi zu Ende. Das heißt, es müsste außerhalb sein, aber du siehst jetzt auch nichts Grünes, du hast auch keine Stimmen oder irgendwas. Ich würde einfach mal Frederike rausziehen aus meiner Jackentasche, also so transdimensional aus meinem Ärmel, meinem Robenärmel, und
Friederike, ich weiß, du wolltest mit dabei sein in der Bibliothek, aber wir haben jetzt gerade nicht viel. Könntest du bitte einmal schauen? Warte, ich rück dir deine Brille zurecht. Genau. Wo? Und dann würde ich sie da reinsetzen und einfach Friederike mit Magehand so nach oben fliegen lassen und dabei nach ihre, durch ihre Augen schauen. Ja. Also, es ist sehr schwierig, da durchzukommen. Da bräuchte man wahrscheinlich irgendwie ein Messer oder ein bisschen Körperkraft oder so. Das Ganze endet in einem Gebüsch sozusagen, also beziehungsweise aus einem Gebüsch heraus. Wie gesagt, ist schon lange nicht mehr befeuert worden. Wahrscheinlich pflegt man die weg in den Wintermonaten oder ab dem Herbst oder so. Aber momentan ist es ziemlich zugewuchert. Das heißt, es ist ziemlich eng für so Personen wie Dulenech oder vielleicht auch Peter grenzwertig. Jetzt so von der Breite her. Und ja, dann müsste man sich oben da eben irgendwie durch dieses Gestrüpp kämpfen. Friederike beschwert sich auf jeden Fall und fängt an zu fiepen und kommt dann auch wieder zurück. Ja, dann frage ich halt Julius. Ja, nein, es ist mir egal, ob da magische Katzen sind. Ich meine, jeder muss sich ein bisschen beteiligen in der Lernung. Nein, Julius kann das nicht für dich übernehmen. Mir ist egal, ob da ein geheimer Ausgang ist und für dich zu eng. Glaubst du wirklich, dass... Nachdem Peter diese Diskussion da geführt hat, fällt die Ratte fast wieder runter und schüttelt sich einmal, nimmt ihre Pfoten, setzt ihre Brille richtig auf und sieht sehr beleidigt aus, als sie sich immer noch schüttelnd aus dem Kamin kommt. Julius, kannst du das bitte mit dem Kamin klären? Ist ja gut. Ich nehme Friederike, mach sie etwas sauber, bring sie dann zu einer Lesung. Kamin klären. Oh, es gibt einen geheimen Ausgang, aber Friederike sieht nicht, wo der ist. Dieser Kamin führt nicht ins Obergeschoss, sondern irgendwo in einen Garten. Mhm. Könntest du nicht hochklettern? Klettern? Wieso sollte ich klettern? Ich werde zu Nebel und mache das, was Rauch im Kamin sonst auch tut. Ja, damit hast du auch wenig Probleme, durch dieses Gestrüpp durchzukommen. Ne? Da kannst du dich durchmogeln oder? Ich kann mich also eben durch alles, was quasi ein Inch oder kleiner ist, durchquetschen, also unter einer Tür durch, theoretisch. Ja, es ist vielleicht ein bisschen unangenehm so, aber wenn du dich danach wieder aus dem Gestrüpp rausgenebelt hast, bist du direkt, also du kannst dich umschwaden und schaust dann auf die Rückseite des Biblioplex-Gebäudes und kannst auch die Fenster, weil das sind teilweise Buntglasfenster, von der Veranstaltungsbühne im Biblioplex erkennen, also vielleicht so 10 Schritt davon entfernt maximal. Da ist auch sonst nichts. Also da sind andere Sträucher, Büsche. Und ja, man müsste sich insgesamt ziemlich durchmogeln. Also für diejenigen, die da wirklich durchlaufen müssen, eher unangenehm und am ehesten kriechend bis liegend von der Vorwärtsbewegung her machbar, aber geht schon. Ja, war ja klar, dass sie den Schornstein irgendwann mal abreißen und dann Busch pflanzen. Bei dieser Schule überrascht mich nichts mehr. Ich verschwinde wieder nach unten durch den Busch. Das ist ein Gebüsch direkt hinter dem Biblioplex. Das heißt, wir haben auch die Möglichkeit, in diese Bibliothek ohne Einladung reinzukommen? Ich habe gesagt, ein Gebüsch und das ist ein Kamin. Nichts für ungut. Aber ich glaube, wenn wir nicht anfangen mit einer großen Schippe und du, nicht mit einer Spitzhacke ein paar Tage lang zu buddeln, passt du da nicht durch. Da wird es irgendwelche Sprüche für geben. Ja, Desintegratus oder sowas. Dann steigen die Partikel nach oben. Der könnte tatsächlich funktionieren. Mit einem in Kette gesprochenen Reinkarnationszauber? Oder ein Bauch-Ein-Ziel-Bus oder so. Aber du denn nicht? Ich glaube tatsächlich nicht. Also wisst ihr, wie ich glaube, wie das Ganze passiert ist? Auf Felix' Liste stand doch auch die Direktorin, oder nicht? Ja. Ja, klar, sie hat ja ihre Bücher gesucht, die Dekanin, meinst du, ne? Genau. Und ich halte das schon für einen
sehr großen Zufall, dass sie uns hier runterschickt und dann sollen wir diese Bücher suchen und zufällig neben einem dieser Bücher ist ein anderes Buch, bei dem eine Seite sich schon gelöst hat, dass uns dann darauf, das ist ein enorm großer Zufall. Glaubt ihr, dass die Dekanin uns hier absichtlich runtergelockt hat mit dieser Aufgabe, damit wir dieses Buch finden? Oder also damit, du meinst, sie hält uns für clever genug, dass uns das aufgefallen wäre. Oder damit das Tentakelmonster uns zerreißt. Vielleicht sollten wir uns einen Schlachtplan an einem anderen Ort als hier überlegen. So zu Hause fände ich ganz gut. Vielleicht machen wir auch erstmal eine 5-minütige Pause und setzen dann das Pläne-Schmieden weiter fort. Also bis in 5 Minuten, sag ich mal. Also letzte Worte von Feli. Vielleicht sollten wir das woanders besprechen und nicht hier. Alle blickten ratlos. Wie geht es nun weiter? Also wegen Sicherheitsvorkehrungen müsstet ihr keine Gedanken machen, solange wir die Bücher in Felis Beutel. Also eine Glyph of Warding sollte eigentlich mit einem... Das ist doch eine andere Dimension, oder nicht? Feli? Bag of Holding. Ja, also nehme ich an, dass sie normalerweise keine Diebstahlsicherungen auslösen sollte. Wie gesagt, also ich wäre dafür, wir packen das spezielle Buch da rein und bringen die anderen 3 zurück. Und dann schauen wir uns zu Hause die Liste vielleicht noch mal näher an und das Buch. Du hast mir nicht wirklich gut zugehört, oder? Ich habe dir gerade davor zu geraten, dich nicht mehr von Peter dazu anstiften zu lassen, irgendwelche Dinge zu tun, für die man hier am Campus bestraft wird. Das hier nehmen wir noch mit und das nehmen wir auch. Darf ich mal irgendwie erwähnen, dass dein Outfit ziemlich entgegen deines Charakters wirkt? Ich mache, was ich möchte. Aber ich erkenne eine dumme Idee, wenn ich eine sehe. Peter, machst du das wirklich, dass du gerade dabei bist, Bücher einzusammeln in dem Glauben oder der Hoffnung, dass Feli die alle einsteckt? Ich frage für einen Freund. Also ja, dann... Hoffnung habe ich noch. Okay, aber in dem Fall, ich glaube, du bist es noch, aber fühl dich inspiriert bei Azud, Bücher und so. Während die anderen diskutieren, würde ich da und mich sowieso mit den Büchern beschäftige, ja, dann würde ich mal während dieser Diskussion nach einem einzigen Buch noch schauen. Und zwar, es geht hier da um die Direktorin, also um den Direktor damals und diese Zeit, ja. Das heißt, ich würde gerne mal, es gibt bestimmt Geschichte von Strixhaven oder so etwas. Ich weiß aber nicht, ob hier unten oder oben in der Bibliothek, ungefähr von dem Zeitraum. Also wir haben ja schon Anhalt, glaube ich, Sashi hat ihn ja weitergegeben, irgendwas mit 250, 200 Jahren oder so, ne, in der Vergangenheit, wo er Direktor war oder Dekan. Da würde ich jetzt gerne mal schauen, ob ich da irgendwas, Geschichte von Strixhaven oder historische Aufzeichnungen. Na gut, so wie Feli, dann lassen wir diese 3 hier und bei den 2 diskutieren wir noch. Dann gehe ich weiter. Also du weißt, weil du ja auch den Nebenjob in der Bibliothek hast, es gibt etliche Bücher zur Geschichte und besonderen Ereignissen von Strixhaven, von Gründung bis heute. Also da oben, da musst du nicht in einen Sonderraum. Es kann natürlich sein, dass es hier auch nochmal spezielle Werke gibt, so wie jetzt eben das auch, was ihr da gefunden habt. Da müsstest du dann aber auch nochmal speziell nachsuchen mit deinen entsprechenden Fähigkeiten. Ja, die Frage ist, ob du das Karteikartensystem dafür nutzt oder Hilfe von anderen annimmst, ob du dich alleine da durchfühlst oder wie sehr Peter da jetzt gerade eskaliert. Ohne Karteikartensystem entdecke ich vielleicht das ein oder andere Buch mehr. Deswegen würde ich da einfach so durchgehen und erstmal suchen nach dem Buch. Okay, dann hätte ich da gerne einen Wurf entsprechend auf History. Kriegst du da einen Vorteil oder kann man Help Action? Was bitte? Beim Suchen? Also fürs Suchen kann man ihm dann eine Help Action sonst geben? Ja, das war jetzt gerade die Frage. Er läuft ja jetzt lang und sucht alleine und ohne Karteikartensystem. Das wäre jetzt erstmal ein Standardwurf. Wenn er jetzt sagt, er sucht mit mehreren oder bringt sonst noch was ein, dann käme da natürlich gerne ein Vorteil rein. Ansonsten bleibt ja. Ja, also, ich hatte nichts
Er kann ja rumlaufen und nach Büchern suchen, wo Historie von Strixhaven draufsteht oder sowas. Also er würde Peter da helfen, ja. Das Ganze würde viel schneller gehen, wenn es hier eine Rollleiter gibt. Aber nein, Dudenich, könntest du vielleicht? Ja, sicherlich. Und Dudenich geht ja so ein bisschen in die Knie, sodass er dich Huckepack oder auf die Schulter nimmt. Halt dich an dem Horn fest, wenn du dich strecken musst. Dann würde ich Dudenich versuchen, so als mobile Rollleiter zu nehmen und vielleicht kriegt er dadurch einen Vorteil. Ja, du kriegst dafür einen Vorteil und Dudenich fühlt sich davon inspiriert, auch wenn es sehr schwer ist und sehr echt sind. Du hast das Gefühl, du machst gerade was wirklich Bedeutungsvolles, Dudenich. Ja, muss ich heute nicht mehr trainieren, das ist doch gut. Dudenich hat quasi eine tragende Rolle. Du findest noch zwei Hefte, kann man nicht anders bezeichnen, und ein Wälzer, also von ungefähr 600 Seiten, sehr klein und eng beschrieben, wenn du kurz durchblätterst, scheinen keine Zeichnungen drin zu sein, die sich mit der Geschichte befassen. Es dauert aber wirklich schon eine ganze Weile, bis ihr die jetzt gefunden habt. Auch wenn Dulin echt da sich als Rollleiter sehr gut macht, sodass du da jetzt nicht noch irgendwie genauer spezifizieren kannst. Also dafür bräuchtet ihr dann entsprechend wieder Zeit, um drin zu schmökern. Wollen wir nicht vielleicht einfach mal versuchen, einen Augenzeugen zu finden? Ich meine, es muss doch irgendjemanden hier geben, der alt genug ist, dass er uns berichten kann, was damals Sache war. Vielleicht der Archivar oben sogar, oder? Ich glaube nicht, dass er sehr redeaktiv ist. Ich dachte eher an vielleicht einen Dozenten oder einen Hausmeister. Oder vielleicht irgendjemanden, der einfach lang genug lebt oder nicht lebt. Naja, also ich würde es in Betracht ziehen. Wir brauchen eine Schaufel. Aber du warst während dem Buch schon skeptisch, aber ja. Sashi, da hätte ich gerne mal einen einfachen Wurf auf Weisheit von dir. Also Schaufel, quasi willst du doch den Kamin erweitern? Einfach nur Weisheit, also einen Flat-Witz-Wurf. Flat-Witz, ja. Nicht Flachwitz, aber ja. Oh, ja, dann habe ich da eine glorreiche 18, ja. Wie ist denn deine Stimmung so? Also was machst du denn da die ganze Zeit? Denkst du nach? Suchst du mit? Sitzt du rum? Denkst du, wann können wir los? Auf wann gibt's Essen? Was packe ich auf die Seite? Ja, wahrscheinlich eher dieses, wann können wir los? Und vor allen Dingen so ein bisschen, Sascha hat so ein bisschen so die Tür im Auge vor allen Dingen, während die anderen nach Büchern suchen, weil er so ein bisschen so dieses Gefühl hat, so, also entweder da kommt jetzt noch was, was uns irgendwie angreift, oder irgendwas, was Ärger bringt, so nach dem Motto. Also er hat eher so ein bisschen, wie gesagt, den Blick auf den Ausgang und guckt immer wieder zu Peter rüber, weil er irgendwie ja gefühlt gewohnt ist, dass Peter irgendeinen Unsinn wieder anstellt. Und und schlendert so ein bisschen so schauend umher und so nach dem Moment, und treibt auch so ein bisschen Peter und die anderen so ein bisschen an, so jetzt lass uns nicht hier ewig, ne? Ja. So. Und dann hörst du dieses, ja, ich wäre bereit und die Schaufel, und dann kommt dir eine Idee. Und zwar hast du ja am intensivsten von allen in diesem Semester die Bestattungsriten belegt im Unterricht. Ja. Und da fällt dir ein, Mensch, Bestattungsriten wird unterrichtet von Jedora, der Bestatterin und Grabgärtnerin. Und die ist mit Sicherheit schon ziemlich alt. Bei der handelt es sich um einen Trend, der schon ziemlich lange da ist. Und die Idee hast du, als du jetzt Schaufel. Als Trend ist sie natürlich sehr alt. Also wenn du wirklich, also wenn das wirklich deine Idee ist, Peter. Jedora? Ja. Professorin? Nein. Jedora, gehe ich davon aus? Wäre da die richtige Ansprechpartnerin für? Sie weiß, wo die Gräber sind, du hast recht. Ich dachte eigentlich, wir wollen das inoffiziell machen, aber... Und sie ist quasi sehr lange Zeit schon
in den Grundfesten der Universität verwurzelt quasi. Also sie hat ihre Äste in alle möglichen Richtungen ausgestreckt und ja. Sie weiß mit Sicherheit. Dann gehen wir sie doch sprechen. Die Frage ist nur, ob heute Abend, Nacht noch oder... Also, Felix, wir haben einmal das... Die? Gute Frage. Naja, es gibt Nachtschattengewächse und eben auch welche, die es nicht sind. Egal. Also ich nehme nur das eine extra Buch mit. Sonst gibt es nachher noch mehr Ärger. Also eigentlich macht es keinen Unterschied, ob wir wegen einem oder wegen drei, aber wir haben hier noch die beiden, hier, das eine Heft und das andere, das ist eine Geschichtsabhandlung von Strixhaven, also die drei, mehr nicht. Ich guck die anderen an. Aber die Geschichtsabhandlung, also die könnte man sich doch vielleicht auch ausleihen, oder? Ich verstehe deine Frage jetzt nicht. Na, gut, dann stecken wir sie halt ein. Das ist das Lernmethode. Wahrscheinlich sorgt der Nervenkitzel dafür, dass das besser behält. Dann stecken wir sie ein, mir doch egal. Ja, aber wenn wir erwischt werden, ist es mein Rucksack. Ja, und wenn dir jemand dafür was Böses will, schlagen wir dem Archivar zusammen. Die Blechbüchse. Wir können jetzt nicht wieder was kaputt machen. Du siehst das nicht. Wenn wir was Böses machen und dabei von jemandem erwischt werden, der dazu da ist, die Regeln durchzusetzen, und wir hauen den dann sind wir nicht die Guten. Wer will denn hier die Guten sein? Ah. Du! Also, nur einmal okay. So. Aber da man uns so häufig nach dem Leben getrachtet haben, könnte man auch sagen, dass es so etwas wie ein Notwehrdiebstahl ist. Also, unter Wissensbrüdern durchaus das eine andere Mal vorgekommen im Masut-Tempel. Lexikanische Notwehr, klar. Hm. Also gut, ich weiß nicht. Feli, wenn Feli sich unwohl fühlt, dann konzentriere dich auf das ein. Ich räume die anderen wieder ein, alphabetisch. Für die Abenteurer, die bei uns zu Hause einmarschieren und in der Schlangengrube zu Tode kommen oder von mir oder meinem Herrn Vater erschlagen werden oder aufgespießt werden von den Speerfallen. Also, für die bin ich bestimmt auch nicht der Gute. Ja. Ich weiß aber, nicht, ob ich bei dir mal zum Kaffee vorbei möchte. In wie vielen Semester wird nochmal Perspektive unterrichtet? Bitte was? Ich sagte, in wie vielen Semester wird nochmal Perspektive unterrichtet? Im siebten, im selben wie Ethik. Ja, und Philosophie. Besser spät als nie. Die fliegen hier echt noch von der Schule. Sollten wir vielleicht langsam schauen, dass wir gehen? Oh Gott, dieser Satz könnte so von Peter kommen. Was passiert mit mir? Ich werde die anderen drei Bücher einmal in Öltuch einwickeln. Gut, also du hast jetzt die drei Bücher, die ihr mitnehmen solltet, und die schlägst du gerade in Öltuch ein. Und eins verschwindet dann bei Feli, ja? Ist das richtig so? Okay, ja. Und dann macht ihr euch also auf den Weg zurück nach oben, ja? Geh einfach zwischen mir und Willi, Feli. Bis später, ich nehme da mal den Kamin. Ja, zieh ab. Aber, wenn es diese Liste gibt, muss er da nicht auch rausgehen? Sonst ist er ja für immer hier drinne. In der Liste. Die Liste registriert nur, wer reingekommen ist. Es gibt keinen raus. Es ist nur, wer hat die Bibliothek besucht und wann. Oh. Ja. Na gut. Hätte auch sein können. Also wenn du da drin verschimmelst oder in der Schlangengrube fällt. Es ist wie bei Wuglas. Come in and find out. So. Gut. Gut, Julius nimmt die Abkürzung durch den Kamin. Ihr nehmt die Treppe. Oben steht der Archivar. Mittlerweile pendelt er zwischen Blau und Grün. Anhand der Farbabfolge und der Geschwindigkeit, mit der sich die Zahnräder bewegen und ineinander greifen, kann man allerdings erkennen, dass er immer noch damit beschäftigt ist, Peters Anfrage zu bearbeiten.
Das kann auch ein bisschen dauern. Feli, du bist ja kurz nicht sicher, ob du nicht so ein kleines Rauchwölkchen aus dem Aufsteigen siehst. Denkst dann aber, nee, hast dich vertan. Oder was, Julius? Man weiß es nicht. Und die Frage ist, wie seht ihr eigentlich so aus? Also Willi wurde ja ordentlich erwischt, aber sonst keiner von euch, ne, oder? Von dem Tentakelwesen? Da muss schon mehr kommen. Da muss schon mehr kommen. Okay. Ja, ihr geht die Treppe wieder rauf, wie gesagt, an dem Archivar vorbei und seid gerade dabei, die Lesebänke zu passieren, um euch halt Richtung Ausgang zu bewegen, als von den Treppenstufen der Veranstaltungsbühne Rufe in eure Richtung hallen, die ihr so in eurem Rücken vernehmen könnt. Genau, also von hier, da, der ist gar nicht da. ach, da sind sie ja wieder und ihr seht dieses Mädel mit den dunkelgrün-schwarzen Haarschnecken zusammen mit ihren anderen drei. Könnt ihr euch vorstellen, die trauen sich am Magierturnier teilzunehmen. Na, habt ihr schon Lust auf einen Vorgeschmack, damit ihr sehen könnt, wie wir euch vernichten werden? Oder traut ihr euch nicht? Das rufen sie euch hinterher. Reagiert ihr darauf oder nicht? Natürlich, Lenech macht in einem Schritt auf dem Huf, dreht er sich 180 Grad und stapft auf die zu. Was bitte? Naja, eine kleine Kostprobe, wie kreativ ihr so seid und ob ihr es überhaupt hinkriegt, genug Ideen zusammenzukriegen, um uns fertig zu machen. Wir glauben das ja nicht. Wir haben die Saison nämlich auch gewonnen. Gülendurch deutet so auf sie und schaut sich zu seinem Mageball-Team um. Und sagt, die sagt, wir müssen kreativ sein. Dabei stampfen wir die einfach nur in den Boden. Habt ihr gehört? Sie trauen sich tatsächlich. Da sind wir ja mal sehr gespannt. Und in 0, nichts, ja, leeren sich die ganzen Bänke. Alle stehen auf, lassen ihre Bücher, Aufzeichnungen und so weiter liegen. Ein paar haben sogar noch eine kleine Schaufel, weil die offenbar in den Beeten gearbeitet haben. Also auch von weiter weg. Ja, sie kommen alle nah ran und sind total gespannt, was da jetzt passiert. Vier Leute stehen da halt, also die mit den dunkelgrünen Schnecken und ihre drei, die ihr halt auch schon auf dem Feld gesehen habt. Wie ist es denn bei euch? Lasst ihr Dulenech da jetzt alleine oder? Julius hat Diebstahl begangen, die muss raus. Ganz schnell weg von hier. Ich stelle mich so schräg hinter Dulenech. Das sind drei, oder? Die anderen? Also Larin und drei weitere, vier insgesamt. Ich schaue so zwischen dem Buch und Dulenech hinterher. Das Buch geht gerade nach draußen mit Feli. Schickt Julius her und zu dritt machen wir das schon. Ich hätte wahrscheinlich eben vor Jev auf euch gewartet. Wenn ich sehe, dass ihr da hinten wieder was lostretet, komme ich langsam rüber mit einem genervten Gesichtsausdruck. Wenn ich an dir vorbeilaufe, sag, oh nein, die fangen schon wieder damit an. Kannst du das nicht stoppen, Julius? Wir müssen hier raus. So, du hast doch schon an dem Ding vorbeigeschafft. Ja, ich möchte das aber jetzt irgendwie loswerden. Ich kümmere mich drum. Gucken wir mal. Ja, gucken wir mal. Das Mädel, das ihr da seht, ist eben besagte Larin. Und sie macht genau das, was ihr auf dem Bild sehen könnt. Sie begibt sich in eine Art sitzende Position, hebt die Arme und schließt die Augen und beginnt dann eben mit ihren Händen Zeichen zu geben. Und offenbar ist es ein sehr gut eingespieltes Team, denn die anderen drei setzen entsprechend ein und der erste fängt an so dumm, 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 eine Melodie zu treffen. Der nächste fängt an mit Bällen zu jonglieren und die dritte Person beginnt zu singen mit einer glockenhellen, schönen Stimme, passend dazu ein Lied und sie dirigiert offenbar und die Menge grölt und johlt und ist total begeistert. Offenbar hat man sowas vorher auch schon mal gesehen, aber ja, da sind sie ganz, ganz begeistert und ich werde mal schauen, wie begeistert. Ja. Also die jubeln alle und klatschen und es geht
ja, wenige Minuten. Und dann senkt sie die Hände, lässt sich zu Boden gleiten und steht dann auf, verbeugt sich, die Menge klatscht und dann schaut sie zu dir, du denn nicht. So, und jetzt ihr. Oh, ihr wisst gar nicht, mit wem ihr euch anlegt. Wir sind zwar mit Bruder Peter und Bailey gut befreundet in Bungalow 4, aber wir drei. So auf Julius, der gerade hinter ihm vielleicht die Bühne Richtung Bühne kommt und dann auf Sashi. Wir sind die drei aus dem Monsterhandbuch. Und mit dem Yuan Ti, dem Vampir, dem untoten Vampir, was auch immer, und dem Minotaurus legen wir jetzt los. Was machen wir, Leute? Ja, sie also, räumen die Bühne. Ihr könnt wie euch, ich das sehe, geht es hier um Mage Ball. Aber das, was ich von euch sehe, ist, ihr seid nur Cheerleader. Oh! Ja, dann zeigt doch mal, was ihr könnt. Kreativ sein, darum geht es. Strategien entwickeln, Taktiken, bitteschön. Die Regel ist, mindestens einer von euch muss singen oder chanten oder musizieren, was ihr auch immer so tut. Aber das könnt ihr ja bestimmt. Ja, aber wirklich. Und Dulenech geht so an der seiner Kette lang und er holt das Instrument, mit dem er jeden Morgen zusammen mit Bruder Peter die anderen aus dem Bungalow 4 weckt, nämlich den Dudelsack. Und nickt dann den anderen zu. Ihr kümmert euch um den Rest. Sicher doch. Ich mache die Lichtshow. Und Pyrotechnik. Performance halt minus 1, aber ich nutze mal die Inspiration, die du mir gegeben hast. Und dann würfel ich. Brauchst du tatsächlich nicht, weil der Dudelsack ja wirklich zu Dulenech gehört. Darfst du auf jeden Fall deinen Wurf mit einem Vorteil machen. Ah, oder nicht Proficiency, weil ich Proficiency auf den Dudelsack habe? Ja, beides. Oh. Und Sashi? Ja, Instrument habe ich nicht. Lightshow habe ich auch. Immerhin noch. Lightshow habe ich jetzt auch nicht am Start. Was haben wir denn Schönes, was wir machen können? Ich könnte es mit Dancing Lights noch ein bisschen unterstützen, deine Performance. Aber das ist natürlich auch jetzt nicht so special. Mach doch einen Schlanktanz. Für dieser Dudelsack-Musik machst du irgendwie einen Schlanktanz. So? Ja. Passt doch zu Sanji, oder nicht? Irgendwelche Rituellen aus seiner Kult-Vergangenheit, irgendwelche rituellen Tänze. Das wär's. Aber ja. Oder Dudelsack. Wie macht man Dudelsack nach? Ich hoffe, du spielst ihn wirklich. Ja, ja. Also ich würde tatsächlich dafür sorgen, dass wir ein paar Lichteffekte haben und ich würde dann mit meiner Illusion würde ich tatsächlich so ein Thaumaturgy würde ich so ein Chor im Hintergrund noch versuchen, für so eine etwas gruftigere Stimmung zu sorgen, die dann passend zu seinem Dudelsack in der dunklen Atmosphäre passt. Ich würde auch meine Inspiration einsetzen, wenn ich kann. Ja. Performance. Kann ich Guidance mir geben? Nee, wahrscheinlich nicht. Nee, ich muss ja aufrechterhalten. Kann ich nicht. Tut mir leid. Performance. Ja, ist eine 24. Ja, hervorragend. Ach, warte, ich kann zweimal würfeln. Ich habe den. Vielleicht wird es noch besser. Oh! Jo, 26. Holy moly. Echt jetzt? Ich bin ja, Drama-Club seit erster Stunde und ihr wollt mir hier vormachen, wie eine Performance funktioniert. Ihr fliegendes Zirkustheater. Wollt ihr noch ein paar Streicheltiere dazu haben zu eurer Ballspielerei? Ja, und da steht, dein Wurf fehlt noch. Ja, ist wahrscheinlich dann auch Performance oder ist das eher so akrobatisch oder so, wenn ich mich so verrenke dabei? Könntest du auch. Ja, machen wir das so mit Akrobatik. Gucken, wie akrobatisch ich bin. Ich habe auch noch eine Inspiration, die würde ich dafür natürlich benutzen. Mhm. Weil alles für die Ehre, alles fürs Team. Wir lassen uns doch nicht hier irgendwie, ne? Von den. Eine 20. Nicht natürlich, aber gesamt. Zwei Dirty und eine Net 20. Also Leute. Jawohl.
Ja, Hätten wir da beim Synchronschwimmen mitgemacht zu dritt. Ich sag euch doch, das Trio aus dem Monsterhandbuch. Ja. Am Rande der Bühne stehen die vier mit verschränkten Armen sehr siegessicher und, naja, recht frech grinsend. Und dieses Grinsen gefriert dann erst auf den Gesichtern und langsam bewegen sich die Mundwinkel dann nach unten, nachdem ihr dann wirklich loslegt. Und es ist unschwer zu bemerken. Also am Anfang, ihr werdet auch angefeuert und alleine, weil Dullenech kennt man ja schon, dass er jede Herausforderung stets annimmt und man hat ihn schon öfter gesehen. Das heißt, ihr bekommt da so ein paar Vorschusslorbeeren. Aber als es dann wirklich losgeht mit diesem Schlangentanz der Lichtershow und dann auch noch dem Dudelsack und das alles harmonisch klingt und richtig gut aussieht, da ja, geht euer Publikum richtig gut ab und feiert euch deutlich mehr als die Gruppe. Noch bevor eure Darbietung beendet ist, gibt Larin so ein Zeichen zu den anderen und die drehen sich um, gehen durch die Menge und verlassen einfach die Gegend. Ja. In dem Moment, wo sie sich verlassen, fängt Sashi noch so an, als sie sich gerade umdrehen und weggehen. Ein Profi-Mageball-Team sind wir. Jetzt nur zu dritt und ihr seid vier. Die drei aus Volos Monsters Buch werden für euch der Fluch. Ihr habt keine Chance zu siegen. Könnt ihr euch so wie ich verbiegen? Und dann gibt's so nochmal den hier. Er macht so wie so einen Limbo-Tanz dabei. Ja, ihr werdet wahnsinnig und frenetisch gefeiert. Wie gesagt, die verschwinden wortlos. Es kommentiert auch niemand weiter, aber zumindest dieses Turnier ging ganz klar an euch und ihr dürft euch alle drei sowas von inspiriert fühlen. Nice. Eure Darbietung. Und ja, ein paar stürmen auch auf euch zu und hey, kann man das auch lernen? Also bezüglich des Dudelsacks, der Lichtershow. Also ihr werdet von ein paar Gestalten noch aufgehalten. Es gibt sogar zwei, die gerne Autogramme hätten, am besten direkt auf die Kleidung, beziehungsweise eine auf seinen Leinensack. Und ja, dann könnt ihr irgendwann wieder zu Peter und Feli stoßen. Ihr habt euch das ganze Spektakel angeschaut, oder? Nicht, also nicht. Doch, vom Ausgang her hätte ich dann doch mich mal umgedreht und mir das angeguckt. So Dollar Signs in den Augen, so eine Trio-Band hier. Glaub mir, Feli, das endet nicht gut. Meistens endet das in der Situation, wo einer von den drei eine Windel anhat. Ich habe da eine gewisse Erfahrung. Als Dulinelli aus dem Autogramm nach dem Autogramm gefragt und sagte, Feli hat gesagt, ich soll dafür 5 Silber verlangen. Ja, gar kein Problem. Zugesteckt. 3 für sie, 2 für mich, nick ich so Sashi und Julia zu. Ja, irgendwann werdet ihr dann aus den Fängen entlassen, was nicht zuletzt daran liegt, dass jetzt an diesem Punkt auch die ganzen Archivare sich langsam versammeln und schauen, dass sie eben diese Menge auflösen, denn letzten Endes ist es hier immer noch der Biblioplex. Das ist ein Ort zum Lernen und ein Ort der Stille. Und das war jetzt genug Eskalation. Und um das abzukürzen, findet ihr euch dann über kurz oder lang und zusammen oder getrennt in eurem Bungalow wieder. Ich mach erstmal einen Tee. Ja, du denn nicht, kommt auch rein. Wir haben sie zerstört. Also Sashi, hast du schon mal dran gedacht, Tanzlehrer oder sowas zu werden? Bis jetzt noch nicht, nein. Das war irgendwie spontan. Ich weiß nicht, was da über mich kam, aber irgendwie lag es in mir. Das war wirklich gut. Du solltest jeden Morgen mit Peter und mir aufstehen und üben. Ein Morgengebet könnte nicht schaden, wenn ich ehrlich bin. Aber ich muss sagen, es sah beeindruckend aus. Diese Lichter. Ich wusste sogar diesmal. Also, ich wusste, dass es von dir kommt. Aber es war so gut. Und man muss zugute halten, es war der erste öffentliche Auftritt, bei dem ihr nicht angegriffen worden seid. Oder? Das ist doch gut. Ja, eigentlich haben sie uns verbal angegriffen und daraufhin haben wir angefangen, aber
Es war vor allen Dingen ein öffentlicher Auftritt, bei dem wir nicht, aus, wie du sagst, angegriffen worden sind, aufs Maul bekommen haben, uns blamiert haben, uns für Bruder Peter entschuldigen mussten, weil er irgendwas Peinliches getan hat oder sowas. Nein. Uns für Dulinek nicht entschuldigen mussten, weil er irgendwas kaputt gemacht hat oder irgendjemand zusammengeschlagen hat oder sonst was in der Art. Ja, das war erstaunlich. Man mochte uns. Ich weiß nicht, ob ich mich daran gewöhnen kann. Wer waren die überhaupt mit den grünen Haaren? Kennt die einer von euch? Die kam, als ihr alle schon weg wart, auf den Trainingsplatz, als ich noch... sie wollten nicht 1-4 gegen mich spielen, weil ich dann ihre Taktiken abgucke oder so. Aha, aber 4-3 hatten sie kein Problem mit. So. Aber Feli dürfte die aber wahrscheinlich kennen, die ist ein Jahr drüber und von Quandrix. Ich hatte das ja auch noch so halb gesehen. Das waren doch die, die nach Rosi den Platz hatten und sich beschwert haben. Genau. Ziemlich miese Masche, nach unten zu treten. Nach unten? Nach unten? Ja, die sind schon länger in der Schule als wir. Ah. Ja, und? Es muss nicht heißen, dass wir bessere Notendurchschnitt haben. Auch länger dabei. Und du bist doch viel älter als die, hundertprozentig. Und du schaust so stolz zu Peter mit hundertprozentig. Sagen wir 96. Man sollte immer ein paar Prozent Puffer. Funktioniert das so? Der Puffer, ja. Ja, also er gibt einem auf jeden Fall die Möglichkeit für eine Ausrede. Oh, darum geht's bei Mathematik. Um aber wieder mal auf das Thema zu kommen, ich meine, ich freue mich auch schon unglaublich auf das Mateball-Turnier und ich bin auch echt schon gespannt, welches Maskottchen ihr für uns besorgt habt. Aber ihr wisst ja, das Turnier steht. Aber kommen wir erst einmal zu den wichtigen Punkten. Ist das Buch unbeschadet, Feli? Und das Buch ist unbeschadet. Das mit dem Maskottchen müssen wir später nochmal besprechen. Warte, wer hatte diese Aufgabe? Ich weiß genau, dass wir sie weitergegeben haben. Ich glaube, du denn nicht. Nein. Ich schüttel den Kopf und guck dich an, Dule nicht. Nein. Und ich nick dir dann so zu. Es war morgens beim Frühstück. Wir waren hier. Ich habe euch wieder mal meinen Morgenvortrag gehalten. Also, nee. Ich erinnere mich an was ganz anderes. Du hast gesagt, dafür, dass du dich anmeldest, uns anmeldest, kümmerst du dich um alles. Da bin ich mir ganz sicher, oder nicht? Ich gucke in die Runde. Auf jeden Fall. Es gab diese Diskussion wegen dem... Ja, du hast gesagt, dass du das ein sehr alles stabiles machst, Maskottchen, weil wir ja, also für dich und deine Liebesstory mit Rosie das schon machen, also... Sie hat uns schon schlimmer angelogen. Meine Beziehung mit Rosie ist bitte nicht mit Trivialliteratur zu vergleichen. Nee, eher mit einem Groschenroman. So wie du ihr hinterher schmachtest. Aber kommen wir zu den wichtigen Punkten. Was machen wir, sagen wir der Dekanin Bescheid und weihen wir sie ein? Was willst du ihr denn genau erzählen? Dass wir im Sumpf ein Buch gefunden haben, dessen Handschrift mit einer komischen Notiz aus der Bibliothek übereinstimmt? Also die Grundidee ist, ja, ich glaube wirklich, dass sie... Also es ist nur eine Vermutung, es ist aber ein Bauchgefühl und manchmal gibt einem Masud ein Bauchgefühl. Also erinnert ihr euch, sie hat uns diesen Auftrag gegeben aus dem Nichts. Sie wusste, dass ich mich freiwillig melde für Bibliotheksarbeit. Ich meine, wie offensichtlich war das? Ich war wirklich schneller als alle anderen und außerdem die einzige Hand, die oben war. Aber sie wusste, dass wir das machen. Und dann, dass zufällig dieses andere Buch daneben, glaubt ihr nicht, sie hat uns versucht absichtlich auf diese... Aber Direktorin dann, wird sie doch merken, dass hier irgendwelche Aktivitäten passieren. Sie hat doch von den Angriffen bestimmt gehört. Aber warum sollte sie dann wollen, dass wir sie einweihen? Weil sie vielleicht eine Verbündete von uns sein kann? Also sie könnte uns... Ich glaube, dass wir offiziell im Namen der Direktorin unterwegs... So ist es. Also dann würde ich eher glauben, dass wir ihre Pawns sind höchstens, nicht ihre Verbündeten, wenn du das so siehst. Also erstmal ist der Agrarbereich in der Wirtschaft sehr wichtig.
Brot isst jeder. Deswegen finde ich das jetzt nicht abträglich. Ja, einfach ein Bauer in dem Spiel zu sein. Und zweitens, wenn dein Gegenüber eine Leiterin von Strixhaven ist, finde ich, möchte ich mich noch nicht auf die gleiche... Aber haltet ihr das nicht für möglich? Dass sie uns... Ich meine, wenn irgendjemand mitbekommen hat, dass das etwas mit der Vergangenheit zu tun hat, dann doch wahrscheinlich sie. Aber wenn sie die Dekanin ist und hier das absolute Sagen hat, warum kann sie denn nicht direkt mit uns darüber sprechen? Guter Punkt. Weil vielleicht dieser... Fragen wir einfach den Baum. Ja. Was wollte den Baum denn fragen? Nun, sie ist auf jeden Fall alt genug, dass sie vor über 200 Jahren bereits hier war. Und sie weiß eventuell, ich meine, du hattest doch irgendwas mit einer Schaufel vorgeschlagen, mit einem Spaten. Ich gehe nicht davon aus, dass du damit jemanden niederschlagen willst. Da bist du zu schwach. Genau. Was ausbuddeln? Jemand, der damals dabei war. Oder meinst du vielleicht sogar den damaligen Dekan? Die sind doch alle. Im Zweifel. Es müsste eine gut erhaltene Leiche sein. Sie müsste mindestens noch, also am besten mumifiziert oder ähnliches. Also aber sie braucht zumindest einen Kiefer noch oder ähnlich. Ein Grabsteppen ausrauben. Ich meine, wir haben ein paar Bücher mitgenommen. Ich denke, das ist ungefähr auf demselben Level. Also, außerdem schaut ihr mich so an. Der Vorschlag kam von... Ich sag mal so, bei den UNT ist es... Naja, wenn es kein UNT ist, dann ist es Essen, ne? Also... Ich habe halt mal eine Session bei Nekrodiplomatie zugeschaut. Was kann ich jetzt dafür? Das Einzige, was ich mir gemerkt habe, ist, dass man die letzte Frage auch stellen sollte. Ja. Aber glaubt ihr wirklich, dass es ungefährlicher ist, einen beliebigen Lehrer, der nicht die Direktorin ist, einzuweihen, als die Direktorin, die uns vielleicht in diese Richtung geschubst hat schon? Und was machst du, wenn die dahinter steckt und uns bewusst in eine Falle gejagt hat und uns aus welchem Grund auch immer loswerden will? Aber dann wäre sie ganz schön fahrlässig, das Buch direkt daneben zu haben. Da hat Peter schon recht. Das muss sie ja nicht dahin gelegt haben. Dieses Ding war ja auch da unten mit uns. Kurze Frage, wie sauber war es denn jetzt eigentlich? Ich habe gar nicht mehr nachgeschaut. Hat man noch was gesehen davon? Also ich habe schon ordentlich aufgeräumt. Okay, gut. Also ich bin dagegen, sie einzuweihen. Wir geben ihr ihre Bücher und werden erstmal woanders recherchieren, würde ich sagen. Ja. Dann, ja. Wann geben wir sie denn ab und schicken wir die Bücher per Bote oder geben wir die morgen früher? Nicht. Also abgeben würde ich sie schon persönlich. Nicht, dass sie wieder irgendwie wegkommen oder sonst was und wir kriegen schon wieder Ärger, müssen wieder in den Sumpf oder sowas. Weil offensichtlich versucht uns ja jemand, egal was passiert, irgendwelche Steine in den Weg zu legen. Also würde ich da lieber auf Nummer sicher gehen. Wie spät haben wir das? Apropos Sumpf, ja, nur um das mal noch kurz erwähnt zu haben. Ihr müsst tatsächlich noch, also ihr habt euch noch gar nicht geeinigt auf ein Maskottieren, geschweige denn darauf, wo ihr das für euch gewinnen wollt, weil der Punkt ist, ihr müsst dieses Maskottchen, das muss ja von einem der Campus sein und ihr bekommt es entsprechend entweder auf diesem Campus oder ihr habt eine gewisse Ansammlung verschiedener in Wildwood Hall, das ist in Witherbloom, diese Lernhalle, da halten sich viele auf, weil da halt auch viel gefüttert wird und so nach unterschiedlichen Bedarfen. Ja, das wäre so der einzige Ort, wo ihr euch quasi vor Ort nochmal für eins entscheiden könntet. Aber ansonsten müsstet ihr auch noch festlegen, welchen Campus ihr aufsucht, um halt eben ein Maskottchen für euch zu gewinnen oder zu fangen, wie auch immer. Und das wäre insofern relevant, wenn ihr nämlich die Sachen persönlich abgebt, dann müsstet ihr ja auch noch Lore holt. Also Können wir denn nochmal kurz zusammenfassen, was die Maskottchen der einzelnen Schulen sind, soweit wir das wissen? Welches ist das stabilste? Welches geht am wenigsten leicht kaputt? Also ich glaube, so ein Inkling ist schon ziemlich... Wenn du nicht das händelst. Also, ja, wir müssen unser Maskottchen zurückholen, ne?
Oder genau. Glaube, dass der Gegner. Ja. Ja, beide. Schützt ein eigenes. Genau. Dann ist okay. Doch egal, dann muss ich das ja nicht anfassen. Also, es gibt die, naja, die Pest. Die haben bestimmt alle irgendwelche anderen Fertigkeiten oder sowas, ne? Es gibt die Pest. Das sind halt diese kleinen Zahnwürmer, von denen Sashi ja eins ständig auch bei sich hat. Mhm. Dann gibt es die Fraktale von Quandrix. Das kann alles Mögliche sein von der Gestalt her. Die setzen sich auch variabel zusammen. Die sind auch, genau, da sehen wir es rechts, die sind auch eigentlich sehr stabil, wobei, naja, stabil ist bei allen immer relativ. Dann gibt es die Silverquill Inklings und ja, auch die Feder kann scharf sein, ebenso wie Wort. Deswegen sind die auch recht robust, weil die sich halt auch an allem so vorbei wurschteln können. Die sind nicht so kaputtbar. Dann Lorhult hat die Geisterstatuen, die natürlich auch stabil sind. Einmal waren es mal Statuen und das sind geisterhafte Wesen, ja auch wie alle anderen auch im Grunde. Und Prismari hat halt die Kunstelementare. Ja, je nachdem, was die verkörpern, sind die aber auch sehr robust. Also nach Robustheit kannst du da nicht unbedingt gehen. Ja, robust ist, glaube ich, auch Drulin nicht relativ egal, weil das ja eh unseres ist. Und es geht ja darum, dass die anderen das auch nicht kaputt machen. Also, boah, Das hat Sashi schon, ne? Das Pestmaskottchen. Ja, das hängt mir immer so im Kragen und hat sie irgendwo hier festgesaugt. Genau. Das so. Wissen wir aber gar nicht, ne? Ich hatte das, glaube ich, schon mal rausgeholt. Ja, so ein Akupunktur. Ja, so ein bisschen, wie so ein kleiner Blutegel, so ein bisschen so. Ist sehr klein, also ihr bräuchtet schon mindestens eine Elle Größe vom Maskottchen her, sonst ist halt noch nicht ausgewachsen. Ja. Oh, spielt für mich keine Rolle. Wir gewinnen so oder so. Gibt's da wie lange haben wir noch Zeit? Das Turnier war am 7. Das sind noch wie viele Tage? Ein Zehntag. Peter, vielleicht kannst du ja mal Rosi fragen. Was sind das wirklich nur? Können die vielleicht unterschiedlich? Dürfen die ihre Zauber wirken oder sowas? Ist das in den Regeln drin, dass die Maskottchen ihre irgendwas benutzen dürfen? Das wäre also, ja für eine Kampfstrategie, wäre das dann ja unser sechster Spieler im Team. Eben nicht. Genau, und deswegen dürfen sie es nämlich nicht. Du hast ja die Frage quasi gerade selber beantwortet, aber einer der anderen kann es auch, weil Rosi hat es mit Sicherheit erklärt, die sind passiv, weil ihr schützt sie ja quasi. Ja. Dann spielt es auch gar keine Rolle. Du, denn ich setze dich aufs Sofa. Nun ja, es sind keine Gegenstände, also wir können uns nicht einfach nur eins nehmen. Also ich habe jetzt im ersten Semester nicht... Da war ich noch auf das zweite Semester konzentriert im ersten, aber wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann müssen wir wohl eins entweder überreden oder bereitwillig. Ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Aber das Thema ist wichtiger als das mit dem Buch? Frage nur für einen befreundeten Asukleriker. Nein, ich habe es nur deswegen eingebracht, weil wenn ihr euch für eins entscheidet und jetzt zum Beispiel, sag ich mal, sagt Lorhult, dann wäre es relevant, weil ihr sowieso zu dem Campus müsst. Also es ist auch für mich halt einfach relevant. Und wenn ihr sagt, na, ihr redet mit Yedora als nächstes erstmal, dann werdet ihr eher an Witherbloom, dann werdet ihr also da eher bei der Pest oder so. Man kann das auch komplett voneinander trennen. Das war jetzt mehr so. Mir soll gleich sein. Mhm. Also ich kann die alle imitieren. Ich schnipse mal so ein paar Mal und lasse so Duplikate von denen erzeugen. Ist das gültig oder gilt das als Cheaten? Das ist ein Zauber, Cheaten. Wenn ich den einsetze. Müssen Sie sich halt entscheiden, welches das Richtige ist. Wir brauchen aber, da hat viele recht, mindestens ein Original. Ja. Naja, wenn wir jetzt sowieso zum Friedhof gehen, um mit dem Trend zu sprechen, dann können wir ja doch in dieser Halle, von der Sashi eben erzählt hat, da sind doch viele verschiedene, um gefüttert zu werden, oder was meintest du eben? Ich gehe davon aus, dass Sashi das mal eben erwähnt hat, eben als du uns die Info gedroppt hast. Es gibt auf jeden Fall Stationen auf dem Campus, wo sie gezüchtet werden.
Wie gesagt, gerade bei Witherbloom zum Beispiel, die Pest im Sumpf. Du kannst quasi keinen zwei Schritte gehen, bis dir irgendeins irgendwo am Fuß lutscht oder so. Ja, die Inklings findest du in jeder Bibliothek, die gut sortiert ist. Das sind wie Bücherwürmer. Kann ich bestätigen. Julius hat recht, was das angeht. Und diese Geisterstatuen kauen mir immer das Ohr ab, wenn wir diesen einen Gang lang gehen Richtung dem Archäologie-Ausgrabungsraum da. Oh. Da mussten wir genau schauen, welche Statue. Also, wenn man Pech hat, das ist ein ehemaliger Philosoph, ein Bekannter, und die hören einfach nicht auf. Gut, also dann morgen früh reisen wir nach Lorehold, geben die Bücher ab, sprechen es nicht von uns aus an, aber wenn sie uns darauf anspricht, ist es in Ordnung. Und danach gehen wir... Sashi, du weißt, wo wir lang müssen dann, und besorgen das Maskottchen. Ja, das sollte nicht das Problem sein. Wir müssen uns halt nur entscheiden, was für eines wir haben wollen. Und ja. Ich würde ungern eine von den kleinen Würmchen nehmen. Die sind so knuffig. Und verletzlich. Zugegebenermaßen, also sie sind die fleischlichsten, also tatsächlich sind sie wahrscheinlich etwas weicher. Ja. Vielleicht sollten wir gerade einen Philosophen nehmen, einer der Statuen, die uns am meisten nervt, und wenn sie kaputt geht, sind wir sie immerhin los. Ich dachte, du meinst, weil die am schwersten sind. Ja, können wir nicht eine von diesen drei Schrittgroßen nehmen? Ich meine, die kriegen sie niemals rübergetragen auf die andere Seite. Gut, dann würde ich sagen, ihr klärt das auf jeden Fall noch unter euch und am nächsten, oder schlaft noch eine Nacht drüber oder auch nicht. Und am nächsten Tag macht ihr euch dann auf jeden Fall auf den Weg Richtung Lorehold, um Dekanin Tullis ihre Bücher persönlich wiederzugeben. Und bis dahin habt ihr beim Frühstück oder auf dem Weg, der ja auch recht spannend ist, vielleicht auch schon geklärt, welches es sein soll, und ansonsten geht es dann entsprechend unter der Führung von Sashi nach Wildwood Hall, aber das schauen wir uns dann beim nächsten Mal an, was ein bisschen hin ist jetzt leider, aber ich bin gespannt auf jeden Fall. Dann würde ich die Session jetzt beenden, war sehr interessant, danke euch, und da draußen schönen Abend noch, schönen Tag noch, bis dann, ciao. 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 Tschüss. Denkt an eure Noten. Tschüss.